für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. So, hier ist der Detlef von Wake News Radio. So, Leute, wie geht's euch? Ja, heute haben wir den 4. September, ja, sogar schon, den 4. September. Und im September soll ja einiges los sein. Deswegen auch der Titel der Sendung, Absturz. Ich würde ja keine Angst machen. Ne? Aber was wir alles so lesen. Ne? Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen, dass ihr hier seid, auf meinen Playern hier bei ICRN Radio und United We Strike Radio, auf meiner Webseite zum Beispiel wakenews.net, Wake News Radio, findet ihr die Player und da muss ich mal davon ausgeschaltet werden, sonst hört ihr alles doppelt und dreifach nicht, aber doppelt. Ne? Und außerdem haben wir immer so in der Vergangenheit mal so ein paar Problemchen gehabt hier mit der Stimme, ne? Also die Musik ging gut, ne? Schauen wir mal. Also wenn irgendwas mit der Stimme sein sollte, ne? Wenn ich huste oder, ne? Oder oder sonst irgendwie stottere, dann bloß sagt's mir, ne? Ihr könnt mir das dann auch bitte schön hier unter radio@wakenews.net schnell E-Mailen oder auch hier die Chaträume nutzen bei meiner Seite wakenews.net, Wakenews Radio. Und seit einiger Zeit streamen wir parallel natürlich auch bei milen-fm.net. Ja, das ist, da sind wir immer auch live mit dabei. Und das Neueste hier von milen-fm.net ist, dass sie auch eine Mumble-Funktion mit eingebaut haben. Und ich war heute auch schon mal ganz kurz drauf, das funktioniert. Ne? Hey, dann machen wir schnell einen Applaus. Mal hoffen, dass nicht gleich die ganzen Streams abbrechen. Ja, schauen wir mal, ob das geht. Ja, das geht. Ja. Wunderbar, herrlich. Ja, also gut, ist nichts zusammengebrochen bisher, aber wir wissen ja nie, live ist immer interessant, ja. Und also schaut ruhig mal rein bei milen-fm.net oder .lu und die hat da auch einen Link gemacht zu diesem Mumble, da kann man da hin und findet das und dann kann man sich runterladen und dann kann man eigentlich immer, wenn man lustig ist, da drauf gehen und da auch mit Gleichgesinnten drüber sprechen, was einen gerade so bewegt, ja. Das nur so am Rande. Ne? Okay, und ich komme da auch irgendwann jetzt mal wieder mit rein. Das starten wir jetzt mal und dann können wir uns auch mal directement, ne? So sagt man das. Directement ist französisch. Ja? Direkt können wir uns dann unterhalten. So, und das andere ist noch ganz wichtig. Bitte hier, Leutchen, die Musik, die uns hier mal zur Verfügung gestellt wird und vor dem Beginn der Live-Sendung. Ich fange mal ein paar Minuten früher an mit Musik und so. Da hatte ich dann auch schon einiges gespielt. Also es lohnt sich auch immer früher schon mal reinzuschalten hier beim Detlef, weil ich immer ganz coole Musik spiele, so denke ich. Und da hat man so ein ganzes Potpourri, so eine ganze Sammlung verschiedenster Künstler schon mal gespielt. Zum Beispiel Mark van der und Magic Meyer, DJ Magic Meyer. Dann Sato Clef hatten wir drin. Dann hatten wir Gordon Helmer, dann hatten wir Dano Songs, dann hatten wir von Alvin IRB oder IRB, jetzt auch ganz kurz vor der Sendung das OVL oder OVL, ne, wie auch immer. So, und da hören wir natürlich heute auch noch einiges während der Sendung, also ganz klasse. Und Leutchen, die Musiker, DJs, Produzenten, die hier zuhören, ihr könnt mir gerne auch mal eure Musik hier zur Verfügung stellen, wenn ihr wollt. Schickt mir einfach ein MP3 rein an radio@wakenews.net. Ich höre es mir dann an. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich spiele, aber ich höre es mir an und dann, wenn ich spiele, sage ich euch Bescheid. Ja, ist doch logisch. So, und dann bitte aber immer dran denken, mir lizenzfreie Musik zuzusenden oder Musik, die frei ist von Rechten Dritter. Ne? Das ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil wenn ich meine Sendung ja immer hochlade bei YouTube, ne? Und die machen immer YouTuben hier mal ganz schön herum, weil die machen mir hier ständig Probleme, auch irgendwelche rückliegende Sendungen von vor einem Jahr oder was,
kriege ich jetzt einen Flag, da haben sie irgendwelche Musik verwendet, die hat irgendeine Lizenz. So, auch gut, also damals eben nicht, gell. Also, das ist also ein bisschen merkwürdig, ein bisschen komisch, ne? Aber ja. Also wie gesagt, dran denken. Könnt ihr machen unter radio@wakeness.net. Und jeder, der mir gerne auch Infos, Kommentare, Ansichten und Fragen, was ich zusenden will, während der Sendung, jetzt noch, kann das machen unter radio@wakeness.net. Übrigens bei der Mumble-Funktion bei Milen FM kann man die Sendung auch live hören. Ne? Kein Thema. So, okay. Das nur so mal ein bisschen als Vorspann. Ne? Ja, Leutchen, wie komme ich auf so eine Überschrift oder so ein Thema für die heutige Sendung? Wir sind ja noch mittendrin hier in unserer Matrix-Bewältigung, in der Matrix, die uns hier die Leutchen, die uns kontrollieren, übergestülpt haben, damit wir gar nicht merken, dass wir kontrolliert werden. Das haben sie bislang eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Da haben nur wenige das, und das waren dann Dissidenten. Ne? Die hat man dissidiert, ne? Die hat man dann eliminiert, ne, oder so. Jetzt sind es aber immer mehr, jeden Tag. Das ist klasse. Ich habe auch immer wieder neue Zuhörer und deswegen muss ich auch manchmal so ein paar Dinge wiederholen. Ne? Da für diejenigen, die das schon kennen, ne? Ich mache das also hier brutal. Ich sage, was ich denke und nehme kein Blatt vor den Mund. Das ist unbequem, das mögen die gar nicht, wenn ich darüber was sage. Ne? Okay, wie auch immer. Ganz klasse, dass auch ihr hier den Weg zu mir gefunden habt und ihr könnt jederzeit mir eben auch unter radio@wakeness.net eure Infos zuschicken, Fragen und so weiter. Die lese ich dann gerne auch in der Sendung vor und wir können sie besprechen. Ne? Und keine Angst, ich sage nichts Persönliches. Wenn ihr draufschreibt, bitte nicht vorlesen oder bloß nicht meinen Namen hier, dann mache ich das auch nicht. Nur wenn das ausdrücklich draufsteht, dass ich das tun soll, ist doch logisch. Ne? Okay. Hey, hier macht mich schon einer an hier, du. Hey, Leutchen, seid froh, dass ihr überhaupt pünktlich dran bin hier, Mensch. Letztes Mal hatte ich mir akademische Viertel, ne? Allein schon wegen der Technik. Okay. So, also, Leutchen. Wahrscheinlich habt ihr das überall in den Matrix-Medien lesen können, ja? Das nämlich hier die BRD, das ist das größte deutschsprachige Gebiet, in Europa, in der EU, ne, das zweitgrößte ist es die Schweiz oder ist es Österreich? Weiß ich es nicht genau. Ne? Aber es ja strömen ja hier ständig Leutchen rein in die Länder, weiß man ja schon gar nicht mehr, ob diese Volkszählungen überhaupt alle richtig sind. Ne? Aber egal, wie auch immer, in der BRD oder die BRD, hier schreibt jemand Deutschland, ne, ist knapp dem Blackout entkommen. Das habt ihr alle gewusst. Und da steht hier, Deutschland ist am 1.9.2012 knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt. Und erhalten hatte ich hier diese Meldung von eike-klima-energie.eu. Ja, von Michael Limburg, der auch schon mal bei uns hier Gast war im letzten Jahr. Hole ich auch sicherlich mal wieder rein, ja. So, und hier stand, wie wir aus internen Quellen, die aus verständlichen Gründen nicht genannt werden möchten, erfahren konnten, stand gestern, das war also am 1.9.2012, das deutsche Stromnetz am Rande des Zusammenbruchs. Der Grund? 2 Gigawatt waren am frühen Nachmittag des 30.08.2012 zeitgleich ausgefallen. Die Folge? Innerhalb weniger Minuten sackte die Frequenz im Bundesnetz auf unter 50 Hertz und streifte damit fast den kritischen Wert von 49,9 Hertz. Direkte Gegenmaßnahmen verhinderten dann gerade noch mal ein weiteres Absinken und man stabilisierte das Netz schließlich bei 50 Hertz. Und die sofortigen Gegenmaßnahmen bestanden im schnellen Einkaufen und sehr schnellem Hochfahren von Gas- und Ölkraftwerken. Ja. Wäre dies im Winter passiert, bei voller Auslastung, also auch jener Gas- und Ölkraftwerke, dann kann man sich jeder vorstellen hier, was passiert wäre. Und hier dankt der Verfasser, den Herrn E. Gärtner, für diese Information.
Also, Leutchen, das kann jeden Moment hier so duster werden, ne, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Ne? Und dass das hier weltweit schon überall passiert ist, haben wir ja erfahren. Ne? Also in den USA waren mal so, ja, waren auch so mal ein paar Millionen, ne, ohne Strom und ohne alles. Und also das kann jederzeit jedes Land treffen, aus verschiedensten Gründen. Wer, ich weiß ja nicht, aus welchem Grund das jetzt hier war, will auch nicht tiefer einsteigen. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass solche Dinge hier jederzeit möglich sind. Und auch erfahren wir ja tagtäglich über die ganzen Erdbeben, die hier stattfinden. Ich hatte euch da schon mal den Link gegeben, werde ihn aber gerne noch einmal hier dann in die Videoaufzeichnung hineinnehmen auf meinem Artikel, den ich bei mywakeness.wordpress.com veröffentlicht habe zur heutigen Sendung mit der Überschrift Absturz. Gerne nochmal verlinken, dass jeder also auch mal die Chance hat, auf diese Statistik zu schauen. Da sind eigentlich, naja gut, wir wissen, dass die alle irgendwie runterkorrigiert werden meistens. Also raufkorrigiert habe ich seltener gesehen, aber runterkorrigiert, damit ja das Schafvolk nicht zu schnell in Panik gerät. Ne? Wir wissen ja nicht, was alles noch passieren kann. Und sehr massiv häufen sich hier in Europa beispielsweise die Erdbeben im Mittelmeerraum, ganz besonders vor der griechischen und türkischen Küste. Da ist also mächtig was los auf den Inseln und was weiß ich, bis hin hier nach Italien. Da sind auch wieder gerade eben einige Erdbeben gewesen, gerade hier um 14.04 Uhr am 4.09. Mitten im Mittelmeer 4,0 und auch hier in fast schon in Sizilien da unten und so weiter. Also ich will das nicht alles vorlesen, könnt ihr alles nachschauen. Außerdem ist das natürlich etwas, was permanent passiert. Und wir erwarten ja auch noch, und das ist ja etwas, was auch vorhergesehen wird oder vorhergesagt wurde, im pazifischen Feuergürtel, das heißt also die Zone rund um den Pazifik, dass also man die jeweiligen Kontinente anreiht, irgendwas Größeres, wahrscheinlich noch im September. Nicht? Da wurden ja schon größere Erdbeben wieder für Japan vorhergesehen. Mächtig los ist etwas derzeit hier, vor allem in dem Raum Philippinen, und Indonesien, da kracht's und bummt's also jeden Moment hier. Schon gerade eben wieder um 13.31 5,1. Ne? Indonesien. Na gut, ist es ein bisschen weiter weg von uns. Aber dennoch, wenn es irgendwelche größeren Sachen geben sollte, wieder so ein Neuner oder vielleicht noch höher, dann hat das auch Auswirkungen auf uns. Das ist ja klar. Na gut, wie auch immer. Jedenfalls, das müssen wir im Auge behalten. Das gehört auch dazu, dass wir uns hier informieren, was auf unserer Erde los ist. Ja. Und wir können dann noch im Laufe der Sendung noch ein bisschen darüber auch diskutieren, was da auch noch für unglaubliche Informationen da sind. Also ich habe so viele Videos mir angeschaut, so viele Informationen aufgesogen, dass ich so schon selber verwirrt bin. Man darf auch nicht zu viel. Ne? Aber ganz lustig fand ich jetzt eben ein Video, das ich gefunden hatte, nämlich von den Matrix-Medien, von einer Sendung des ARD, ja, das gehört also zu den sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien in der BRD, was wir ja wissen, ganz souveräner Staat und alles illegal, aber unabhängig davon, haben die Massenmedien, die sie natürlich auf uns ansetzen, und da haben sie ein Video gemacht und haben gesprochen von dem, dass gerade eben einer der größten Terroristen entdeckt wurde, die überhaupt da sind. Und das ist lustig gemacht, weil eigentlich ist es natürlich so ein Veralberungsvideo oder Veralberungssendung, als habe ich gedacht. Aber die reden erstmalig die Wahrheit. Die sagen, die waren echt mal die Wahrheit. Ne? Und ich will euch jetzt nicht alles erzählen, was da drin stand, nur kurz ne, beleuchten. Sonst sagt wieder jeder, oh, der erzählt uns über die ganzen Filme. Das mache ich nicht. Aber so inhaltlich, und ich versuche das nochmal wieder zu finden, wenn ich mir nicht schon das wieder hier weggekramt habe, aber dann tue ich das als Link auch nochmal in diese Sendung da hinein, wo die dann also über den größten Terroristen sprechen, den sie jetzt ausfindig gemacht haben, und wer ist der größte Terrorist aus ihrer Sicht, aus Sicht der ARD? Jawohl, wie habt's richtig geraten, es ist die Regierung, ne? Denn das Bundesverfassungsgericht kommt gar nicht hinterher, denen das alles nachzuweisen, was sie alles Schlimmes machen oder gemacht haben. Ne? Oder dass sie gar nicht, ja, dass sie eigentlich gar nicht rechtmäßig im Amte sind. Ne? Und dennoch ordentlich machen. Ne? Also das ist sicher sehenswert. Einfach mal auch ein bisschen
Wahrheit in den Matrix-Medien, auch wenn sie es so ein bisschen verkaschiert haben. Kaschiert. Deswegen kaschiert, weil sie eben das irgendwie so lustig darstellen und dann denkt jeder, oh, das ist wahrscheinlich, die machen sich lustig über die Regierung, aber das ist natürlich alles, stimmt natürlich alles gar nicht. Ne? Oder? Ja, so muss man sehen. Na gut, also der heutige Artikel, den ich geschrieben habe mit dem heutigen Thema der heutigen Sendung, Absturz, Wake News Radio, Wake News TV. Gerüchte, Blog-Einträge, Artikel, sowohl bei den neuen Medien als auch bei den Matrix-Medien. Ich nenne sie jetzt die ehemaligen Massenmedien, weil die verlieren jeden Tag ordentlich Zuhörer und Zuseher und Nutzer, ne? Weil wir sammeln die alle inzwischen auf, die neuen Medien, ne? Also die überschlagen sich dort bei den Medien, denn es gibt vielfältige Schlachtfelder der DIMMs. Und das ist auch ein Ausdruck für alle, die das noch nicht kennen sollten. Das ist die Abkürzung für die dominante irrsinnige Minorität. Das ist die sogenannte Elite, Weltelite oder Illuminati, wie sie auch genannt werden. Wobei da nichts Elitäres dabei ist, als eben die Bosheit schlechthin. Ne? Ah gut, okay. Also das nenne ich die DIMMs. Es gibt vielfältige Schlachtfelder dieser DIMMs, die uns weiterhin Staub in die Augen blasen, uns versuchten, in die Irre zu leiten, uns die Wahrheit, sofern sie diese überhaupt selbst kennen. Ja, hey, das sind Zweifel da. Ne? Vielleicht wissen die auch nicht alles vorzuenthalten. Nein, im Gegenteil. Also es werden Märchen erfunden, Geschichtchen, die Propaganda in den Matrix-Medien überschlägt sich. Kriegslust wird geschürt überall, ne? Wenn die Leute nichts mehr zu tun haben, wenn nicht kein ordentliches Spielfilm mehr ist in den Sendern und so, haben wir ne? Alles schon durchgenudelt. Dann gibt es wieder Lust auf Krieg, ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen in früheren Sendungen so. Damals gab es ja auch schon viele Propagandafilme, da ging man noch in die sogenannte Wochenschau ins Kino in Schwarz-Weiß, ne? Und da waren dann also so Filme und da wurde dann gezeigt, ja, dann alle jungen Männer sprangen auf, die Frauen waren begeistert und himmelten diese Männer an mit blauen Augen und blonden Haaren. Und die schrien alle, ja, endlich geht's los, ab in den Krieg, fein, jetzt können wir endlich mal denen wieder einen über die Hucke hauen. Ne? So, also wird das da so ein bisschen stimuliert, ne? dass sie abgelenkt werden von all den Dingen, die dann im Hintergrund laufen. Das versucht die Matrix-Medienlandschaft ja im Moment auch wieder, ne? Kriegslos. Und das wird geschürt dadurch, dass man einfach falsche Filme ablaufen lässt, falsche Bilder zeigt von Sachen, die vor ein paar Jahren passiert sind und so. Ne? Ist so wurscht. Ne? Boah, merken die eh nicht. Ne? Okay, dann werden natürlich munter weiter auch Menschen gegeneinander aufgehetzt, auf rassistische, religiöse oder politische Weise. Ne? Also, das muss man sich vorstellen, schwarz gegen weiß. Oder braun gegen irgendwas, was weiß ich. Ja. Und religiös ist natürlich hier das Hauptschlachtfeld. Christen gegen die Muslime. Und die müssen sich jetzt wieder ordentlich mal in die Haare kriegen. Das wird aber schon seit geraumer Zeit versucht. Ne? Nur viele sind ja nicht so blöd. Lassen sich da nicht reinlocken in diese Falle. Und sogar hier diese rassistischen Sachen, die kommen ja überwiegend natürlich auch in den USA vor. Ein prädestiniertes Land, so wollte ich sagen, dafür, dass also dort rassistische Übergriffe stattfinden, vor allen Dingen wegen Schwarz und Weiß und natürlich auch die spanischstämmigen Leute, also aus Mexiko vor allen Dingen, die also hier da noch die, glaube ich, inzwischen die zweit- oder drittgrößte Volksgruppierung in den USA sind. Und da wird einer auf den anderen losgehetzt und so weiter, gell? Ja, naja, also, ich würde sagen, unglaublich. Aber da sind auch sogar, da werden auch Leutchen, zum Beispiel Schwarze dann auch befragt. Schwarzamerikaner, schwarz, also ja, Hautfarbe, die dann sagen, ja, nee, das wollen wir nicht, das ist doch Quatsch, das hat überhaupt nichts damit zu tun, welche Rasse man hat oder welche Hautfarbe man hat. Es geht darum, ob die uns die Freiheit weggenommen wird oder nicht. Und das ist ja völlig egal, ob du weiß, schwarz, rot oder grün bist. Ne? Das wird überall, also wie auch immer. Es geht also da ordentlich rum. Und da fallen die ja so lange nicht mehr drauf hinein. Ne? Also ganz wichtig, nicht alle lassen sich mehr in die Irre führen. Das ist nicht einfach für die Demens, weil sie merken, hoppla, mit unserem normalen Propagandageschichtchen kommen wir nicht weiter. Was machen wir? Was können wir tun?
Ja, okay. Ja, und was haben wir noch? Das ist ganz wichtig hier auch zu sehen, dass die religiösen Hetzereien natürlich stattfinden. Da steht es überall hier bei uns in den Matrix-Medien, hier, da wurde irgendein, was weiß ich, Christ oder Christin wurde, was weiß ich, gekreuzigt und dann irgendwelche, weil die irgendeinen Koran verbrannt haben soll. Und ach, wenn du sowas liest, dann weißt du schon genau Bescheid, dass alles wieder entweder erlogen und erstunken oder erstunken und erlogen, je nachdem, wie man es rumhaben will. Oder es ist eben einfach eingefädelt worden. Ne? Das kennen wir auch aus dem Irakkrieg oder aus anderen Kriegen. Da wurden ja teilweise die größten Geschichten uns präsentiert in den Matrix-Medien, die sich später herausgestellt haben, als absolute Finten, vollkommen dahergelogen und so weiter. Also da muss man aber vorsichtig sein. Und es sind nicht die Christen und es sind nicht die Muslime, sondern es gibt immer innerhalb aller möglichen Volksgruppierungen oder Bewegungen oder was auch immer, immer kriminelle Elemente. Das ist ganz logisch, nicht? Aus welchem Grund auch immer die handeln. Oder sie werden eben dafür auch extra angestiftet. Das ist möglich. Und natürlich die politische Geschichte, nicht? Dann werden hier jetzt, irgendwo habe ich das gelesen, weiß gar nicht, ob das bei mir war, ein Kommentar, wo es darum ging, die in der BRD, dass die Bundeswehr jetzt im Inneren eingesetzt wird oder werden kann. Ne, das kam ja als auch als Urteil beim Bornes Verfassungsgericht heraus. Da haben wir eine ganze Sendung darüber gemacht. Ich glaube, das war bei mir. Hat einer dann kommentiert, ja, nee, das wird jetzt nur deshalb gemacht, weil jetzt kommen die Rechten und die was weiß ich, Islamisten würden jetzt dann da irgendwie Krawalle machen in der BRD und dafür müsste die Bundeswehr da also jetzt schießen dürfen. Also sind wir die Rechten und die Religiösen werden jetzt alle auf, oder die politischen und die Religiösen werden wieder in einen Topf geschmissen, am besten zusammen und dann hat man das totale Gegeneinander. Ne? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, also das meine ich damit. Also man versucht jetzt wieder Rechte, wobei in der BRD das ist deshalb so interessant, weil das da ja aufgedeckt wird. Das wird ja überall, kann, ist nachzulesen, das ist offiziell. Ja? Das ist die größte rechte Gruppierung eigentlich der BRD, Bonner Verfassungsschutz selbst ist, ne? Weil die alles unterwandert haben. Die sollen übrigens auch eine der demokratisch gewählten Parteien dort, die NPD, unterwandert haben. Ne? Also was, ohne den Bundesverfassungsschutz wäre die NPD hätte zu wenig Mitglieder. Ne? Okay, wie auch immer. Also, solange jemand demokratisch gewählt ist, ihren demokratischen Prinzipien hält, dann ist das doch in Ordnung. Weil dann kann man auch mal eine andere Ansicht vertreten, sofern sie nicht anderen schadet. Ne? Oder? Und das ist nämlich der Punkt. Aber man darf ja bloß nichts gegen die Regierung sagen. Die Regierung ist der Gott inzwischen, oder? Und das ist ja wohl, denke ich mal, komplett der falsche Weg. Das wird man, wenn man religiös ist und einer Religion anhängt oder eben irgendeiner Gruppierung angehört, bestätigen können. Es gibt nur einen Gott und das ist der Schöpfer. Und das bestimmt nicht die Regierung. Ne? Das wurde ziemlich klar, oder? Ich meine, was die für einen Bockmist machen, dass man die überhaupt noch alle machen lässt, verstehe ich so nicht. Aber was verstehe ich schon alles? Ne? Okay. Aber ihr wisst das vielleicht auch. Besser, schickt mir gerne eure Kommentare rein unter radio@wakenews.net. Kein Thema, könnt ihr jederzeit machen. So, was haben wir noch hier? Im Gegenteil. Ne? Ja, dieses Spielchen macht man ja deshalb, damit sich die in unwissender Sklaverei gefangen gehaltenen Schäfchen, Menschen, die noch nicht aufgewacht sind, und leider gibt es davon noch viel zu viele, ja nicht aus ihrem Angsttrauma mit künstlich erzeugtem weltweiten Terror von den Regierungen übrigens selbst erzeugt. Ne? Wir denken nur an Al-CIA da, ne? Finanziert von Steuergeldern, ne? Dass die dann da eben ne? Ja nicht aus diesem Angsttrauma hochschrecken. Also wird immer schön ordentlich an dieser Schraube gedreht. Und jetzt hat sie es fast schon übergedreht, ne? Jetzt lässt sich schon die Schraube gar nicht mehr bewegen. Ne? Wer das schon mal gemacht hat, ne? Wenn sie eine Schraubenkopf oder so, ne? Wenn der nicht mehr drehen lässt, dann ahnen. Ne? Und das, da haben die Angst davor, die Demons und die Crabs. Ne? Und bereiten sich darauf vor, dass eben
hier das Schäfchenvolk sich mal anders orientiert und sagt, hey, hoppla, ihr seid ja gar nicht unser Gott, ihre Regierung, sondern ihr sollt uns eigentlich dienen, so wie es eigentlich üblich ist. Und das macht ihr nicht, richtig, ne? Weil sonst hätten wir nicht das Chaos. Okay, und jetzt steht es eigentlich schon überall, ja, also die Regierungen arbeiten nicht für die jeweiligen Völker, für die Souveräne, ja, der jeweiligen Nationen, sondern die arbeiten für Bankster. Die arbeiten ausschließlich für die Bankster, weil alles, was von den Regierungen kommt, nichts mit dem Volk mehr zu tun hat. Das Volk dient nur noch als Abkassiermasse, ich will jetzt, bin vorsichtig mit meinen Ausdrücken hier, ne? Sonst hören ja vielleicht auch jüngere Leute zu, ne? Oder? Also, gut. Ja, und jetzt eben, wie gesagt, diese Bankster, die also alles kontrollieren, ja, erst insgeheim alles eingeführt, jetzt wird es hier hinter deutlicher und klarer. Jetzt wetten diese Initianten des Finanzterrors sogar auf den Untergang und den Absturz, jetzt vor allen Dingen des Euros, ne, den sie ja gerade deswegen eingeführt haben, um zunächst unerkannt die Menschen insgeheim offiziell ausrauben zu können. Ja, und nunmehr sind sie dabei, den Schlussstrich zu ziehen, um dann auch ihr Culling, ja, Culling ist ein englischer Begriff, das tut man zum Beispiel, wenn man irgendwie, ja, und so eine Menge Viehzeug umbringt, ja, umbringen muss, weil die verseucht sind oder weil sie hin müssen oder was, ne? Das nennt man Culling. Wir können es auch vornehmer mit Eugenikprogramm beschreiben, damit sie also ihr Culling durchführen können. Letztlich, ja, aber vielleicht nur, um selbst einer großen eigenen Vernichtung entgegenzusehen. Ja, wer weiß das schon genau, aber genau darüber will ich mit euch diskutieren. Und schauen wir mal, wie das geht. Ne? Gucken wir mal. So, also wer sich hier dazu äußern möchte, kann es gerne tun. Übrigens unter dem Artikel, den ich da jetzt gerade erwähnt habe, Absturz bei myweakness.wordpress.com, werde ich nachher auch die Videoaufzeichnung der heutigen Sendung mit einbinden. Ja, da findet man das also und die ganzen Links zur Sendung, sofern ich das nicht übersehe. Ne? Okay. Ja, also prima, super, dass ihr da jetzt so fleißig mithört. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber alles deutet darauf hin, ja. Und vor allen Dingen eben, dass diese Dems, diese dominante irrsinnige Minorität, die hinter allem steckt, das ist ja nur ein Haufen Leutchen von ein paar tausend Leutchen mit allem, was weiß ich, direkten Umschwang, Umschwung, ja, nachdem man es nennt. Die sind natürlich hier interessiert vor allen Dingen daran, ihre eigenen Ziele durchzusetzen, durchzuführen. Und dafür haben sie eigentlich alle Instrumente, die weltweit eigentlich jeweils für die Nation gedacht sind oder waren und dem jeweiligen Volk dienen sollte, umfunktioniert. Ja, alles wird zu einer Privatarmee gemacht, ne, was früher noch so ein bisschen so die nationale Verteidigung anging und so, ne? Beispiel hier Bundeswehr, ne? Ach, das wurde die Wehrpflicht abgeschafft und alles Privatarmee, alles, das sind dann willfährigere Sklaven, die kann man einfach bezahlen und dann tun sie, was man ihnen sagt. Und das wird in Österreich jetzt auch gemacht, in der Schweiz versuchen sie es auch und ach, in Frankreich, also überall. Ja. Und da steht natürlich jetzt hier gerade gefunden, beispielsweise bei Corp Online, MI6, britische Spezialeinheiten des SAS und die CIA ohne Mandat in Syrien aktiv. Das wussten wir ja schon lange, aber jetzt steht es auch halt überall mal geschrieben. Und hier hat also der Daily Star aus Britannien, ne, Großbritannien, die britische Tageszeitung am 26. August in einem Artikel SAS Hunt Bioarms geschrieben, dass etwa 200 Soldaten der Eliteeinheit SAS Special Air Service heißt es und SBS Special Boat Service befinden sich innerhalb oder in der nahen Umgebung Syriens und suchen dort nach Assads Massenvernichtungswaffen. Natürlich, die haben alle Massenvernichtungswaffen bloß nicht, die Amerikaner, also die US-Regierung, ja. Und natürlich, auch Israel hat sowas auch nicht und Frankreich schon gar nicht und Großbritannien, die haben doch keine Massenvernichtungswaffen. Nur Syrien, vor Irak,
Ja, haben sie zwar keine gefunden, haben sie auch effektiv zugegeben. Ne? Ein paar Millionen Leutchen ist mal umgelegt und dann gesagt, ach ja, gut, also es war dann doch, waren keine Massenvernichtungswaffen zu finden. Jetzt schicken sie extra vorher mal 200 Leute dahin, ne, zu gucken, ob der Assad wirklich Massenvernichtungswaffen hat und stolpern dabei natürlich über die unzähligen der Israeli, der eigenen ja, Regierung und müssen sich erstmal den Weg freikämpfen zwischen all den Atomwaffen links und rechts und hier und da und so. Was hat Syrien? Ach, hier, die haben noch irgend so eine Bombe aus der türkischen Besatzungszeit irgendwo im Sand vergraben oder sowas. Ja, vielleicht. Ja, weil ich will das nicht lächerlich machen, aber der Assad hat sicher auch Dreck am Stecken, keine Frage. Ne? Aber es geht eben ganz andere Sachen. Ne? Also. Und dann hier, die Zeitung behauptet weiter, die SAS-Soldaten würden von Angehörigen des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, ne? Wir denken ja nur mal hier an James Bond, ne? Des amerikanischen Geheimdienstes CIA sowie französischen und amerikanischen Soldaten begleitet. Und zuvor hatte US-Präsident Osama Bin Laden, US-Präsident Barack Hussein Obama erklärt, die USA würden militärisch eingreifen, sobald Syrien die bisher natürlich nicht bestätigten Massenvernichtungswaffen in bedrohlicher Weise verlegt. Weg von der Grenze. Ne? Okay. Naja. Also ist auch interessant. Also wenn man das so liest, was da alles so abgeht. Und Deutschland mittendrin. Ne? Deutschland ist auch dabei. Ne? So, Deutschland, das stimmt ja eigentlich nicht. Ne? Sondern sind BRD, Bundeswehr, Einheiten, welcher Form auch immer, MAD oder wie sie alle heißen, sind natürlich auch alle mit vor Ort. Ist doch logisch. Ne? Will doch nichts verpassen hier. Mensch. Okay. Also, aber das ist wieder interessant. Da werdet ihr euch dran erinnern, gibt's dann auch wieder irgendwelche merkwürdigen Sperrfeuer. Ne? Gewollt, ungewollt, ja, wer weiß es schon. Aus den USA. Ne? Mit einem sagt der Obama, ne, dessen Werte übrigens mal wieder ganz tief im Keller sind, ne? Umfragewerte kurz vor der Präsidentschaftswahl, ne? Natürlich nicht so gut. Okay, dass also hier jetzt Obama gesagt hat, nein, ihr Israelis, wenn ihr unbedingt den, Iran angreifen wollt, wie auch immer, da machen wir nicht mit, da unterstützen wir euch nicht, keine Chance. Hups, jetzt sind alle natürlich wieder ein bisschen irritiert und auch einige höhere Militärs aus den USA, Streitkräften, haben gesagt, nee, das unterstützen wir nicht, wenn das hier Israel alleine macht und da sind wir nicht dabei. Vorher war das genau umgekehrt. Ne? Dass also hier jetzt ein Vorwurf aus Israel kommt, nämlich gibt es einen Geheimdeal zwischen den USA, also immer die Regierung, ja bitte, zwischen der US-Regierung und dem Iran, der iranischen Regierung, ja, mit Namen Kommersant. Ja. Und das ist, kann man hier finden beispielsweise bei de.rian.ru. /World und so weiter. Ja. Das ist also die Ryan, das ist aus Russland, ne, so ein Medium. Ja, und das wissen wir nicht. Ne. Also US-Präsident Barack Obama soll israelischen Medien zufolge der iranischen Führung zugesichert haben, keinen Angriff gegen iranische Atomanlagen zu planen, obwohl sie es vorher alles gemacht haben. Und Israel im Falle einer solchen Operation nicht zu unterstützen, schreibt die Zeitung Kommersant am Dienstag. Und nach Angaben dieser israelischen Zeitung Jedido Asharonot, so heißt das, sollen zwei europäische Länder zwischen Washington und Teheran vermittelt und eine Botschaft von den Iranern übergeben haben. Mich würde das nicht wundern, wenn die Deutsche, die BRD, wieder mit drin ist, ne? Man weiß nicht auf welcher Seite. Darin soll Washington, also Teheran, zugesichert haben, den Streit, um das iranische Atomprogramm nicht durch Gewalt zu lösen und zu versuchen, Israel von einer Gewaltaktion abzubringen. Ja. Falls es dennoch dazu käme, rechnet die USA damit, dass ihre Militärstützpunkte, die Flugzeugträger, nicht zur Zielscheibe für die iranischen Streitkräfte werden. Also entweder ist da ein bisschen Vernunft eingekehrt, das könnte man ja denken. Ne? Also schon allein der Gedanke, ja, irgendeinen Staat mal so anzugreifen, der irgendwelches Nuklearpotenzial haben soll, ist ja schon per se ein bisschen verrückt. Gell?
Wenn man weiß, was das alles bedeuten kann, ne? Unkontrollierbare Verteilung von nuklearer Verstrahlung, ne? Weltweit. Kann ja auch einen selbst treffen. Weiß ich nicht. Also, ob das sehr sinnvoll ist. Ne? Wir wissen ja eh, dass das alles auch sowieso eine Schaumschlägerei-Geschichte ist im Moment, da ein Ablenkungsmanöver, um von dem Raubzügen abzulenken, die ja weltweit stattfinden. Also wir wissen nicht, was da dahinter steckt und was davon zu halten ist, weil man kann denen jetzt sowieso auch kein einziges Wort glauben von dem, was sie also auch aussprechen, unabhängig davon, was dann auch noch veröffentlicht wird. Ne? Oder seht ihr das anders? Ja, also, und dann muss natürlich auch, da nimmt Wunders, was da auch noch sonst so passiert, nämlich, dass beispielsweise jetzt hier bei JP Morgan, ne, ist eine, die zweite Verbrecher-Bankster-Bank, zweitgrößte, ne, der Welt, da haben also, ja, schlagartig auf einen Schlag 50 Bankdirektoren, höhere Stellung, ja, gekündigt, ja. Ich stell dir vor, ne? Kündigst du eigentlich so selbst kündigen, ne? So einen toll bezahlten Job, ne? Wenn nicht alle die 10 Finger danach abschlecken, so einen Job zu haben, vielleicht, weiß ich nicht, höchst von der Bezahlung. Ne? Schuldgeld, naja. Aber die werden ja meistens eben auch nach Boni bezahlt und das ist eigentlich das Großteil. Und da haben sie wahrscheinlich irgendwie Lunte gerechnet und gerochen. Die haben ja nichts mehr. Ne? JP Morgan hatte ja eine Diskussion hier auch verfolgt. Bei Russia Today, dass also, die sagten, ja, aber das Einzige, was die an Kapital haben, ne, solche Banken wie JP Morgan und andere, ne, das ist ein Hewlett Packard Drucker. Ne? Das wäre das einzige Kapital, was sie hätten. Alles andere wäre heiße Luft oder Schulden. Ne? Schulden, ja, so wie wir alle. Ne? Wir sind alle hoch verschuldet. Ne? Übrigens habe ich das vor kurzem jemandem erzählt, hatte ich getroffen, unterwegs jemanden, der mir geholfen hat, ein Auto wieder flott zu machen, war jemand, der also das beruflich macht, ja. Ich sage, mehr sage ich nicht, haben so gelbe Autos, ja. Nicht von der Post. Ja. Okay, und dem kam ich ins Gespräch, netter Mann, und den habe ich gefragt, ob er denn ein Häuschen hätte, ne? Weil er hatte so gesehen, ne, dass ich hier da so ein Medium habe und so und sagt, ja, ich bin noch so ein bisschen kritisch, ne, und erzähle uns ein oder andere, ne, mal so, soll man auch mal reinhören in mein Radio, ne? Hoffe er tut's, ne? Ob er denn ein Häuschen hätte. Ne? Das war auf der BRD Territorium. Ne? Da meinte er, dann müssen sich da wahrscheinlich drauf einstellen, ne, demnächst 10% des Wertes Zwangshypothek, ne, damit geben sie dann den nicht konstitutionell agierenden Regierenden in Berlin, geben sie das und dann können die ordentlich Krieg, was ich machen, Zinsen zahlen für ihre internationalen Bankster, für die sie eingestellt wurden, ne? Und so weiter. Ja, da guckte mich ganz groß und irritiert an. Ja, okay. Ob das kommt, wissen wir natürlich nicht. Aber es wurde ja schon diskutiert. Es war ja so einer dieser Bestandteile dessen, was ich Ihnen gerade sagte, was alles so heiß diskutiert wird. Ne? Und hier, dann hatte ich gefunden, hier bei MM News beispielsweise, einen Artikel über Air Berlin. Wer das nicht kennt, das ist eine Fluglinie, ne? Und da schreibt hier offenbar der Ryanair-Chef, das ist also eine Billigfluglinie, ne? Der würde Air Berlin nicht mal geschenkt bekommen wollen. Ne? Weil die Leute bei Air Berlin noch nicht mitgekriegt hätten, dass es nicht um prunkvolle Glas- und Marmorpaläste ginge, die man sich da baut, sondern um Sklaven, die man für sich einsetzt und natürlich dann das Geld eigentlich damit verdient, indem man Chemtrails oben ausbringt und das noch und nöcher, sonst könnte man ja die Dumping-Flugpreise nicht leisten und so weiter. Und das macht Air Berlin wahrscheinlich zu wenig. Das ist noch nicht so weit. Ne? Nicht so richtig so weit. Ne? Vielleicht. Okay, das unterstelle ich jetzt. Ne? Aber der Verdacht ist ja da. Ne? Rein, er soll da ja ordentlich mit an vorderster Front sein, eben dieses Zeug zu versprühen überall. Und auch das, wisst ihr, ist ein Thema hier bei mir. Diskutieren wir immer gern mal
wieder. Ja. Jetzt kam hier ein Termin, ein Kommentar rein, hier, Mensch, Zeit ist reif für Infos, komm zu Porte. Das war ganz am Anfang, ne? Und da hat er jetzt geschrieben, hey, hey, das von eben war nicht so böse gemeint, aber auf Harald Trainer Seite, Harald Trainer ist doch der Survival Trainer, der auch bei mir hier immer mal wieder drin ist und hier auch immer mehr seine Tipps reingegeben hat. So, auf Harald Trenners Seite steht, dass die Sonne vor einem riesigen koronalen Auswurf steht, binnen 3 Tagen und 2 Erdgerichtet. Jawohl, und wir hatten schon ein solches Happening. Das war nämlich gestern am 2., nee, am vorgestern, am 2.9. Wurde es ja mit einem Schlag wieder relativ warm. Ne? Das hat uns jetzt hier nicht so stark beeinträchtigt. Man könnte der Ansicht sein, dass diese Stromkapazitätsgeschichte da in der BRD vielleicht, naja, wissen wir nicht. Ne? Aber möglich ist das. Und ja, also September wird heiß. Keine Frage. Auf jeder Ecke. Ne? Und was das alles noch bedeutet. Ich hatte jetzt übrigens, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ganz häufig Probleme. Und wer das auch hatte, kann mir das hier gerne melden. Radio at Wakeness.net. Kannst auch in die Chats reinschreiben, ja, dass da nämlich YouTube mit einmal irgendwo mitten in dem Video sagt, Video kann nicht mehr angezeigt werden. Und am Anfang habe ich gedacht, hoppla, ja, was haben sie da gemacht? Haben sie da irgendeinen zensiert gerade oder was? Ne? Und habe ich geguckt und naja, okay, dann würde ich mal sagen, ja, also Ich würde da vielleicht eher sagen, also ja, das ist vielleicht ein Stromproblem oder ein ja elektronisches Problem. Naja, wissen wir gar nicht. Okay, müssen wir mal schauen. Ja, ja, also das vielleicht mal da, dazu vielleicht. Okay, ja. Ich würde mal sagen, wir werden es abwarten, was da noch als Katastrophe aus dem All durch die Sonne möglicherweise auf uns zukommt. Wir haben das erwartet. Wir denken, wir müssen uns darauf vorbereiten und wer es noch nicht getan hat, müsste das jetzt mal schnellstens tun und sich zumindest absichern, dass er seine Vorräte so zusammengestellt hat, dass er mal auch ein paar Wochen damit überleben kann. Denn unabhängig davon, dass es nicht unbedingt heißt, dass es hier bei uns Vulkanausbrüche, Erdbeben und was weiß ich direkt vor der Tür gibt. Aber wenn irgendwas ausfällt an Elektronik, an Strom, ja, dann geht nichts mehr. Dann geht keine einzige Tankstelle mehr, weil die alle mit Strombasis arbeiten. Okay, die haben vielleicht ein Notaggregat und so, aber das geht auch nur so lange, wie das Notaggregat Futter kriegt, ja. Dann gibt's Probleme in Krankenhäusern, dann funktionieren die Kassen nicht mehr, die Bankomaten, das bricht alles zusammen. Und die sind komplett unflexibel, diese Großunternehmen, in Bezug auf Bargeldzahlung, ohne dass man es in die Kasse reingibt. Ne? Zumindest am Anfang. Nachher ist es denen auch wahrscheinlich wurscht. Aber am Anfang können die das gar nicht. Die wissen gar nicht, wie das geht, dass man auch so auf einen Zettel was schreiben kann und so. Da kommt ein totales Chaos auf uns zu. Und wir wissen, es gibt trotz aller Vorhersagen ja immer noch dieses sogenannte Just-in-Time. Es ist nur so viel Lagervorrat da, wie absolut unbedingt nötig, damit ja die Bevölkerung nicht richtig ordentlich versorgt werden kann. Es gibt natürlich so ein paar eiserne Reserven, nicht so wie was weiß ich, Benzin und aber nicht für die Bürger, nur fürs Militär, damit die dann ihre Panzer immer noch ordentlich vollkriegen, um uns hier umzumähen, wenn es nötig sein sollte. Ne? Auch dazu habe ich mich schon geäußert, haben wir schon Sendungen drüber gemacht, kann man sich noch in der vergangenen aufgezeichneten Sendungen, die ich im Moment vor allen Dingen übrigens bei YouTube natürlich vorwiegend platziert habe. Aber man kann auch mal reinschauen hier beim Aufgewachter Blog. Da ist auch dieses Best of Detlef zu hören. Wenn man das nicht gleich findet, einfach Best of Detlef eingeben in irgendeine Suchmaschine und man findet das. Das müsst ihr mir verzeihen, aber jetzt muss ich einmal niesen. Oder? Ha! Nee, ist vorbeigegangen. Naja, aber die streuen wahrscheinlich schon wieder irgendwelche. Jetzt muss ich es machen. Entschuldigung. Die sprühen hier wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Erreger heraus, ihr Mensch, mein lieber Freund. Na gut, so ist das Leben. Ne? Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Hörsturz gekriegt, ne? Von meinem Niesen. Okay, aber immerhin könnt ihr dann sehen, das Mikro funktioniert. Ne?
oder? Naja, so. Also, und dann gibt es hier so ganz nebenbei, haben sie der TSA, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, TSA ist die amerikanische Transport Security Agency, gehört zur DHS oder Department of Homeland Security, und die sind jetzt ja schon seit einiger Zeit mächtig dran, alle zu tyrannisieren, vor allen Dingen natürlich an Flugplätzen, aber inzwischen auch schon Straßensperren überall und bei Veranstaltungen und so, oder ein gewisses abgegrapscht, fassen sie dahin, wo du es normalerweise nicht so gerne hast von Fremden, ne? Also von, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und so weiter. Und jetzt haben sie was Neues einfallen lassen. Jetzt gibt es nämlich auch die Kontrolle von Flüssigkeiten, die sie gerade eben irgendwo gekauft haben, sich gerade irgendwo eine Mineralwasserflasche geholt hier im Laden und gehen da durch die Schleuse. Ne? Man muss ja Flüssigkeit haben, ne? Damit der Mensch besteht ja überwiegend aus Wasser, ne? Oder? Damit alles funktioniert. Ne? Dann wurden ihnen diese Flaschen, die sie gerade aufgemacht haben, aus der Hand genommen und dann haben sie mit irgendwelchen Testern da hinein, mit ihren dreckigen Gummihandschuhen und dann schauten Lüstern dabei zu und dann wird dir das, werden sie, analysieren sie das, machen sie einen chemischen Test direkt bei der Kontrolle. Also jetzt sind sie komplett ausgeflippt, ne? Also wer jetzt da überhaupt noch heißt, der hat ja sowieso einen an der Waffel, ne? Sorry, dass ich das so sage, aber es ist so. Aber hier, die Lufthansa schlägt auch zu, nämlich es gibt ja Lufthansa-Arbeitskampf und da hat also jetzt die TSA schon in der Bonner Republik Deutschland angerufen, in Frankfurt am Main, Flughafen, hat gesagt, hey, wo bleiben unsere Leute, wir können sie nicht mehr abgreifen, weil die Gewerkschaft, ne? In der BRD droht ganz Deutschland, wahrscheinlich weltweit, ne? Hat das ja Auswirkungen, vor allem auf die TSA, mit Stillstand. Ne? Verhärtete Fronten im Arbeitskampf steht hier beispielsweise bei Springers Welt Online. Ne? Die Flugbegleitergewerkschaft UFO, ne? Unidentifiziertes Flugobjekt, hat am Morgen erst Berlin und Frankfurt bestreikt, seit dem Mittag zudem München und es könnte noch schlimmer kommen und ja, und die TSA ruft schon an. Sagt, hey, schickt uns hier endlich mal Leute, die Leute stehen hier rum, haben nichts zu tun, die müssen wieder abgrapschen können. Also alles kommt in Stocken, wenn die Gewerkschaft hier nicht mitzieht. Mensch, hab doch ein Herz hier für die TSA-Mitarbeiter, die stehen da rum und wissen nicht, was sie machen sollen. Müssen ausweichen auf Inder, auf Chinesen, was weiß ich, was alles durchkommt. Und die Deutschen oder die deutsche Fluglinie. Ist das Deutsche, eine deutsche Fluglinie? Wem gehört Lufthansa? Weiß ich gar nicht. Gut, unabhängig davon, BRD, Luftlinie, Lufthansa, ne? Fluglinie, Luftfluglinie, wie auch immer, oder was auch immer, komm, ihr wisst, was ich meine, oder? Ist doch komisch, oder? Da kann man sich doch eigentlich nur wundern, ne? Denn die Gewerkschaft stellt denen ein Bein, ne? Klasse, ja, finde ich gut, warum nicht? Ja, das fand ich ja so interessant und natürlich überall geht es weiter. Hier Krise in Spanien, faule Kredite bei verstaatlichen Banken steigen. Ne? Faule Kredite. Wir wissen ja sowieso, die verleihen ja eh nur Geld, was sie sowieso nicht haben. Ne? Und wenn man dann mal bei ihnen in die Bücher reinschaut, dann ist da nur noch ein Hewlett-Packard Drucker, ne? Der steht da noch rum und der ist vielleicht sogar auch geleased, ne? Vielleicht gehört den noch nicht mal. Geleased von irgendjemand anderem. Okay, also das wissen wir nicht. Also das überall. Marode. Nicht? Deswegen ist der Absturz hier vorprogrammiert. Vor allen Dingen die großen Macker. Oh, Rothschild. Ach, oh, der Rothschild, das ist doch nur ein Märchen. Dass der irgendwas damit zu tun hat, hier irgendwie was zu manipulieren. Ach, da wird immer über den hergezogen, ist doch wirklich nicht in Ordnung. Mensch, Leute, wer hier das noch tut, der sollte sich schämen. Mensch, der hat so viel zu tun. Im Moment darauf zu zocken und ja, darauf zu wetten, dass der Euro untergeht. Ne? Bei der Gelegenheit nimmt er ein paar Dollars mit. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der wirklich auf Dollars gewertet hat oder wahrscheinlich britische Pfund. Ja, die haben sie extra rausgelassen aus dem Sumpf,
damit sie das wenigstens noch retten können. Das ist nämlich alles nicht nur geplant gewesen von derselben Gruppierung, sondern wird auch von derselben Gruppierung kaputt gemacht. Und natürlich steckt der Rothschild damit drin, denn das, was ich vorhin gesagt habe, das war natürlich ein Witz. Ich hoffe, das wurde verstanden. Ist nicht so ganz einfach. Nicht alles kann man verstehen, schon gar nicht, wenn es so verrückt ist. Gell? Überhaupt, ne? Den Namen Rothschild kennt ihr ja kaum einer, ne? Von der Matrix, ne? Höchstens denn, was? Rothschild Lafitte, ne? Blutroter Wein. Frage, welches Blut da schon vergossen wurde. Ne? Okay. Ja, also, trotz Soli, ja, deswegen, die BRD ist ja wirklich der absolute Lachhaufen. Das ist ja, deswegen zitiere ich das so häufig. Natürlich, das liegt auch ein bisschen im Fokus, ne, logisch hier, weil wir eben über diese Nicht-Legalität so genau Bescheid wissen. Ne? Es ist ja so offensichtlich. Aber hier, Ostdeutschland heißt das jetzt. Ostdeutschland braucht weitere Milliarden Euro, natürlich. Das ist doch logisch. Ne? Okay, aber das lese ich jetzt nicht alles vor. Ich wollte es nur mal so erwähnen, ne? damit ihr das ein bisschen mitkriegt, was da eigentlich so alles abläuft. Ja, was da alles so kommt. Ja. Und also keiner will mehr Riester-Versicherungen. Hoppla, wieso das denn nicht? Die Rente ist doch sicher. Das fragt mal jemanden auf der Straße, egal in welchem Land. Geht mal von der BRD, okay, ist Territorium, ne, allenfalls. Also geh von Albanien bis nach Zypern, ne, A bis Z. Ne, okay, also alle Länder dazwischen. Also auch nehmen, frag mal, wie ist es mit der Rente? Also die in Albanien und in Zypern werden sagen, naja, wissen wir nicht so genau, ob das noch kommt. Aber wenn du so einen Schlenker nimmst über die BRD oder über Österreich oder über die Schweiz gar, ja klar, gibt's die Rente. Doch logisch. Ja, die haben es noch nicht so, viele haben es noch nicht so begriffen, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Aber hier, zumindest jetzt im Moment, so einige kriegen es mit, keiner will mehr die Riester-Versicherung, wenn ich weiß, was das ist. Schauen wir mal. Ne? So, der Druck auf Deutschland wächst, ne, in den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Spitzentreffen in Berlin und Rom. Ja, also die Matrix muss ich wieder mal treffen, damit auch ordentlich Sprit durch die Düsen geht, ne, vorbeischlängeln an den Lufthansa-Streiks, umsteigen auf Privatmaschinen, ne? Regierungsmaschinen. Also die EU und die Regierung der Mitgliedsländer müssen handeln. Die Kreditwürdigkeit der EU steht auf dem Spiel. Ach nee, Gipfeltreffen in Berlin und Rom soll neue Erkenntnisse bringen. Was für Erkenntnisse? Griechenland, Spanien und aufkommende Probleme auch in Frankreich schaffen Handlungsbedarf. Vor allem Deutschland gilt es zu überzeugen. Deutschland gibt es in der Form ja gar nicht handlungsfähig, weil uns ja die Organe fehlen. Wir würden die Spielchen ja auch gerne mitmachen. Der das macht, ist die BRD. Das sind alles Privatleutchen, ne? Illegal agierend. Oh, ja, bei der Gelegenheit. Das fand ich auch noch interessant. Habe ich mir extra hier aufgerufen, weil ich ja hier auch mal immer wieder so auf die Schweiz gucke, ne? Ist ja logisch, ne? Da hatte ich einen Artikel gefunden, etwas Besseres kann die Schweiz nicht erreichen. Das fand ich einen interessanten Headline, weil man die kann man verschieden ausloten. Ne? Wie ich das meine, kommen wir jetzt gleich dazu. Da steht nämlich drin, die Bundesrätin, ne? Wir müssen wissen, Bundesrat ist sowas, was ganz was Oberes da in der Schweiz. Und die sind alle nicht vom Volk gewählt. Ne? Nur, dass ihr das mal wisst. Also Bundesrätin Leuthardt und der deutsche Verkehrsminister Ramsauer haben den Fluglärmvertrag unterzeichnet, damit es jetzt ordentlich Fluglärm gibt. War mein Kommentar. Ne? Im Anschluss lobten sie dessen Vorteile. Sie möchten das Abkommen rasch durch die Parlamente bringen, durchschieben. Ich glaube, also jetzt könnte man sagen, nee, also entweder die Schweizer sind blöd, was ich nicht unbedingt glaube. Ja, nicht sind die ganz schlau. Ne? Wahrscheinlich weiß die Bundesrätin Leuthardt ja genau Bescheid. Sie weiß, egal, was sie tut, die BRD, ja, oder alles, das, was sie darstellen, sind ja sowieso illegal.
Du kannst mal hier ruhig einen Vertrag mit denen machen. Das ist halt illegal. Ja, wenn er sagen, ja, sorry, also wenn ihr gar nicht, dann ist das hinfällig. Ne? Also kann man mit solchen Leutchen wie der BRD ja alles machen. Kann man doch alles unterschreiben. Die sind doch eh illegal. Ne? Wenn das jetzt nicht der Fall ist, also wenn diese Schleue nicht da wäre, auf der Schweizer Seite, dann müsste man sagen, ja, hoppla, das sind alle okay. Ne? Und wie die sich da die Hand drücken und so, das ist ganz merkwürdig. Und er, der Ramsauer, ne, das ist ja bei, wo habe ich das gefunden? Hier bei der BATZ online, ne? CH. Mache ich den Link dann auch nochmal rein. Kann man gucken, wie die sich freuen. Also sie lacht herzlicher als er. Der Ramsauer, der weiß ja, Stündchen hat bald geschlagen. Ne? Ist vorbei mit dem Schmuh. Ne? Aber irgendwas ist da wahrscheinlich auch irgendwie, ja, hinten rumgeflossen. Das kann man sich nicht anders vorstellen. Man weiß noch nicht, in welcher Richtung was. Ne? Okay. Ja, gut. Also wie gesagt, wenn ihr mir hier auch noch eure Kommentare reinschicken wollt, dann tut das gerne unter radio.net oder ja, in den Chaträumen mal reinposten, wenn ihr da was findet, was interessant ist. Ne? Ist doch lustig, diese die Matrix, ne? Oder? Hä? Ist doch klasse, was da alles abläuft. Naja, jedenfalls. Gut. Ja, also wie gesagt, das heutige Thema Absturz. Ne? Und wie das alles mit dem Absturz zu machen ist, werden wir natürlich auch gleich noch in der zweiten Stunde intensiv diskutieren. Es gibt natürlich noch eine Menge andere Informationen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das ist ja klar. Also logisch. Und hier in Nordirland, hatte ich schon vorhin gesagt, jetzt fängt das wieder an, da die Katholiken und die Protestanten, wir wissen, das gab es da immer riesig große Geschichten mit Militäreinsatz und Terroranschlägen. Ne? Da geht es wieder munter los. Zusammenstöße zwischen Katholiken und Protestanten eskalieren. Ne? Das stachelt man wieder richtig an. Es gibt zu wenig Herde, zu wenig ja, Unruheherde. Das muss man wieder ein bisschen anzünden. Ne? Oder? So, und dann hier die Rothschild-Rating-Agentur verpasst der EU einen Warnschuss. Ne? Ja, also hatte ich auch schon häufiger mal gesagt, dass alle diese Institutchen, ja, oder Presseagenturen, die so weltweit gibt, also alle die so die Informationen und Bewertungen und was weiß ich, nach denen sich alle Welt richtet, ne, vornehmen, sind alle in der Hand, nur weniger. Ne? Deswegen, das war auch interessant, hatte ich einen Videobeitrag gesehen, war nett gemacht. Muss es gerade noch mal eben aufrufen, damit ich es richtig wiedergebe, wer das war. Hatte ich gesehen, hat einen Beitrag gemacht, das stelle ich dann auch noch mal unten rein. Wem gehören die Medien? Ja? Von hotodi.tv. Ja? Und da fasst er ganz prima zusammen, wie das dann hieß, mit den Medien, dass die alle weltweit und so weiter. Ne? Und jetzt hier gerade in der Auseinandersetzung zwischen, was weiß ich, Türkei, wo der eine über den anderen schimpft, oder Griechenland gegen Deutschland, die gehen sich gegenseitig aufhetzen und was weiß ich, dass das alles von Medien gemacht wird, die zum selben Haus gehören. Ne? Das heißt, der, was weiß ich, Bertelsmann BRD, ja, hetzt gegen den Bertelsmann Türkei und umgekehrt, oder Griechenland oder was auch immer. Ne? Weil die machen eben die Hetzpropaganda im Hause selbst und die Leser kriegen es gar nicht mit, dass das alles aus demselben Hause kommt. Ja? Das finde ich ja klasse. Gut, das hat er gut da dargestellt. 12,5 Minuten oder so geht das. Kann man sich gerne mal anhören. Mach das dann mal als Link mit hinein. Ja? Wunderbar. Ja, ich würde sagen, machen wir noch eine kurze kleine ja, Radiopause, ja, mit etwas Musik, gell? Damit ihr euch ein bisschen von all diesen schwierigen Themen erholen könnt und damit es dann gleich ordentlich weitergehen kann. Und was ihr jetzt hört, ist von Donald Songs Permafrost. Ne? Oh, das kommt doch immer noch von zu. Also, ist der von wegen Sali. Wir sind gleich in der zweiten Stunde, wird hochspannend, noch heiße Infos mit euch zu diskutieren und ihr könnt da auch in der Zwischenzeit immer Infos reingeben oder HD-Adwings.net. Bis gleich. Radio with Detlef on UWS Community Radio.
Radio and the International Community Radio Network. Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der DIMS und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ich bin Detlef wieder von Wake News Radio und ich heiße euch willkommen heute am 4. September 2012. In unserer zweiten Stunde unserer heutigen Sendung. Und die erste Stunde hatte schon in sich. Wir haben so etliches auch über das heutige Thema bereits diskutiert und wir sind wieder mal mittendrin, auch in unserer Matrix und schauen, was da so los ist. Ne? Muss ja auch sein. Okay, und für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben, müsst euch hier festschnallen auf eurem Sitz, denn hier, ich sage alles ohne Blatt von dem Mund, so wie ich es sehe. Ja, und das ist unbequem. Okay, aber wir haben in dieser Stunde noch etliches hier zu erledigen, zu durchzugehen und wer hier noch seine Infos, Kommentare und Ansichten und Fragen und so reinschicken möchte, kann das tun unter radio@wakenews.net und das haben auch schon viele getan und hier, ihr könnt natürlich auch den Chatraum nutzen auf wakenews.net, Wake News Radio, gibt es drei Stück, ja.
Zum Beispiel. Da sind auch viele schon hier am Gange. Und natürlich könnt ihr auch milen-fm.lu oder .net nutzen. Die hat sogar eine Mumble-Funktion eingebaut, sodass ihr also da auch direkt nicht nur live die Sendung hören könnt, sondern auch dabei miteinander korrespondieren und so weiter. Und ja, also und natürlich, da werde ich auch sicher mal hineinschneien. Ist doch logisch, ne? Irgendwann komme ich da auch mal dahin. Okay. So, also wir hatten also überwiegend natürlich über die Ungeheuerlichkeiten gesprochen des weltweiten Chaos, was hier instigiert wird von denjenigen, die hinter den Kulissen arbeiten, die ihre Ziele im Sinn haben. Hier, das sind die Dems, die dominieren die Minorität und deren Gruppierung, die Crabs, Kriminelle regieren alle Politiker. Die also als Abgesandte der etwas darüber stehenden Gruppierung der Bankster, ja, das ganze Bankengeschäft steckt in deren Hand. Ne? Schuldgeld, Schuldgeldsekte. Ne? Auch schon mal eine tolle Sendung drüber gemacht. Kann man sich immer wieder anhören. Ja, und wie gesagt, die kontrollieren die Regierungen überall auf der Welt und auch die Gerichte und so. Das ist jetzt wieder mal so ein Erlebnis. Ne? Aber das will ich jetzt nicht erzählen, aber da schreibe ich jetzt nochmal einen Artikel drüber. Das ist ja so ein Witz, echt. Okay, aber das nur so am Rande, ne? Ich will ja heiß machen, ne? Auf den nächsten Artikel. Aber ich habe gar nicht so viel Zeit und Kapazität, um das alles aufzuschreiben, was in meinem Kopf herumgeht. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich habe ja so viele Videos und Informationsquellen jetzt auch über das letzte Wochenende her hier konsumiert fast schon, dass man erstmal das ein bisschen sortieren muss und auch mal, gut, ihr wisst, alle Informationen, die wir kriegen, also die ich kriege, hier in meiner Sendung verarbeite und die ihr bekommt, ja, oder die ich hier wiedergebe, natürlich immer selber nochmal kontrolliert werden müssen. Nichts muss unbedingt alles richtig sein. Ja? Oder die Wahrheit kann darin verborgen sein, sie muss es nicht sein oder sie kann es sein, sie darf es sein vielleicht sogar. Und auch die Matrix-Medien geben ja viel Wahrheit weiter. Ich sage das von der ARD. Ne? Ein heißes Video, muss man unbedingt anhören, muss den Link nochmal finden. Und den tue ich dann bei mir rein in den Artikel Absturz, Wake News, Radio Wake News TV, bei meinem Blog mywakeness.wordpress.com. Und wenn ich das Video fertig dann habe, irgendwann, dann mache ich den Link da rein und kann also jeder die Links sich aufrufen. Dazu, ich glaube, das ist eine ganz gute Methode, solange ich meine Webseite, ne, wakeness.net, als solche nicht aktualisieren kann. Das kann ich seit dem 22. Mai 2012 nicht mehr. Da haben sie mir nämlich meine ganzen Sendeanlagen geklaut. Meine ganze PC ist meine ganze Software. Alles, was ich brauchte hier. Ich war vollkommen technisch nackt. Nackt. N-A-C-K-T. Ich musste das jetzt hier wieder mühsam alles zusammen stoppeln. Teilweise hier mit auch Sachmaterial spenden, die mir also zugeleitet wurden von tollen Zuhörern. Tollen Nutzern, war klasse. Aber das, wenn es gebrauchte Sachen sind, halt, hält eben nicht ewig. Vor allem hier nicht bei meinen Aktivitäten, die hier so ablaufen. Hier geht der Dampf ab, Mensch. Da knallt schon mal eine Sicherung wieder durch und dann ist das Ding hin und da muss ich wieder Ersatz haben. Und deswegen hatten wir so ein bisschen Problemchen, ne? Oder? Aber wir haben es jetzt im Moment wieder im Griff, oder? Ja, also Leutchen. Es ist doch nicht zu fassen. Da schreibt einer, was schreibt einer raus? Ja? Oh Mann. Na gut. Hier steht, kannst du mich mal wieder befreien, dass ich wieder was im Wakeness-Chat mittexten kann? Also ich habe weder irgendjemanden eingesperrt, noch irgendjemanden befreit. Ich mache gar nichts. Wahrscheinlich macht das die NSA selber. Die checken alles, was ihr da schreibt. Wenn einer das nicht richtig schreibt oder was, oder ne, nicht jugendfrei oder solche Sachen, dann wird die von NSA direkt gesperrt. Ne? Da wundere ich mich ja auch manchmal. Also ich habe ja gesagt, also wer bei mir zum Beispiel bei den YouTube-Videokanälen da, ich habe irgendwie was da reinschreibt an Kommentaren, dass es so unsachlich ist, ja, und dann noch beleidigend, ne? Oder eben was drinsteht, was man wirklich nicht stehen lassen kann, dann lösche ich das. Ne? Aber es werden auch viele Kommentare gelöscht. Die habe ich ja nicht selber gelöscht. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Also irgendjemand scheint da drin rumzufummeln, wie es ihm gefällt. Wir wissen ja, Google hat ein Auge da drauf. Ne? Deswegen hat er noch zwei O, ne? Augen, wie die Augen. Ne? Ja, zwei Augen.
NSA ist Google und Google ist NSA und so, ne? Und alles andere auch. So, YouTube gehört zu Google, ne? Falls ihr das nicht wusstet oder einige wissen es vielleicht nicht. Und Facebook wird jetzt im Moment so weit runter gehandelt, dass irgendeiner dann NSA das dann endlich kaufen kann, ne? Offiziell. Dazu muss aber der Kurs noch ein bisschen runter. Erst haben sie euch abgezockt, also wer da mitgemacht hat, ne, bei den Aktienkäufen von Facebook. Jetzt wird es runtergemogelt, so lange, bis es nur noch so einen symbolischen Wert hat. Und damit ist für einen Dollar oder so, das dann übernommen. Ne? Was der Zucker, was der eingesteckt hat, der das verprasst er jetzt irgendwo demnächst im Bunker. Ne? Hat er sich schon angeschaut, wo er sein Apartment für ein paar Milliarden kaufen durfte. So, ja, schauen wir mal an, wie das also wird. Jedenfalls hochinteressant, denke ich, was dann alles auf uns zukommt. Und wie gesagt, was ich sagte, ich hab so viel Material gesichtet. Also eins, da wusste ich jetzt nicht genau, wie ich das rüberbringen kann. wirklich. Wie soll ich sagen? Da gab es nämlich ein Interview, also natürlich alles auf Englisch. Ne? Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher, weil ich auch leider die Kapazität, ich habe stundenlange Videos auf Deutsch zu übersetzen. Das geht nicht. Vor allem teilweise auch. Es ist mühsam, ne? Muss das ja alles, es wird so viel Information da reingepackt, dass man das also schwer übersetzen kann. Das ist also schon eine Mammutaufgabe, muss ich sagen. Aber ich versuche es ja immer so ein paar kurzen Sätzen, ein paar kurzen Worten wiederzugeben, was es da geht. Aber ich dachte, ich sag's euch auf jeden Fall, weil das hat ja auch mit dem Thema in dieser Weise zu tun. Und wir beschäftigen uns ja eigentlich immer auch mit dieser Frage, ne? Was also auch außerhalb unserer Matrix sich abspielt. Und vielleicht häufig auch Hinweise darauf zu bekommen, was es mit unserer Matrix eigentlich auf sich hat, warum es die gibt und was weiß ich. Ne? Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Das ist ja nicht nur irgend so einem DIMM eingefallen, wie zum Beispiel einem Rothschild. Ne? Ich meine, die sind sicher alle clever und haben also alle möglichen Tricks drauf und lassen sich ja ganze Heerscharen, die sogenannten Think Tanks, also die Denktanks oder die Denkfabriken für sich arbeiten. Ne? Und da kommen natürlich auch viele schöne Sachen, was man alles mit den Menschen machen kann, um sie zu verknechten und zu versklaven und abzuzocken, ist keine Frage. Aber manchmal wundert man sich doch, Mensch, das ist doch vielleicht eine Nummer zu groß für so ein Rothschild. Ne? Die musste, wenn du da so einige von denen siehst, da wurde, meint, die haben sicher alle, die sind alle sicher irgendwo schlau, keine Frage. Ich will die jetzt nicht runterziehen, was also ihren IQ und so angeht, aber wenn man sich die manchmal so anschaut, dann muss man sich wirklich fragen, ob das alles aus deren Schläfen gekommen ist. Okay, aber das ist eine Diskussion, die führt dann eben eine Ebene weiter nach oben. Ne? Und da, das ist für viele nicht einfach, dem zu folgen oder das für möglich zu halten. Schon bei einem Begriff wie UFO schrecken viele zurück und ach, jetzt fängt er damit wieder an. Die sich nicht mal vorstellen können, dass es etwas anderes als den Menschen gibt. Ne? Also, da bin ich jetzt mal bei Tieren und so, ne? Pflanzen. Ne? Aber dass es auch andere Intelligenzen gibt. Nicht die Delfine, ne? Die jetzt alle hier massenweise, millionenhaft hier schon an die Strände gespült werden, weil sie das Wasser nicht mehr aushalten oder die Frequenzen, die da unten von den U-Booten ausgeschickt werden, hier in Vorbereitung für die Kriege, die jetzt stattfinden und so. Das ist nur ein Teil. Als mögliche andere noch, was der Grund dafür sein kann. Also es gibt dann Leute, die können halten es nicht für möglich. Ja. Aber gut, unabhängig davon, ich schon. Also ich halte es für möglich, deshalb diskutiert es in meinen Sendungen auch durchaus, auch wenn es manchmal ein bisschen eine Überwindung kostet, für den einen oder anderen dem zu folgen. Aber eben, wie gesagt, ich habe eben eine Serie von Videos gesehen, die tue ich dann nachher auch als Link da hinein, zumindest also von dem ersten Video. Das geht dann immer weiter, ne? Und das ist eine stundenlange Erörterung gewesen einer Niederschrift einer Frau aus den USA, die als Militärpersonal seinerzeit tätig war bei diesem UFO-Vorfall, den es ja gegeben hat, 1947, dem Roswell-Inzident, also den Roswell-Absturz eines vermeintlichen UFOs, was kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dort runtergegangen ist. Und dort soll es ja dann, die arbeitet also auf diesem Stützpunkt,
Und da soll es ja dann wirklich zur Bergung eines Außerirdischen gekommen sein, eines sogenannten Grauen. Ja, in diesem Fall soll es sich um eine weibliche Person gehandelt haben, die aber schon anders aussah wie ein Mensch, also keine äußerlichen Geschlechtsmerkmale und so weiter, aber irgendwie doch weiblich gewesen sein soll. Und jedenfalls hatten die dann Mühe, da vor allem die Männer mit der klarzukommen. Und da haben sie dann die Frau da eingesetzt und die hat eben von ihren Schilderungen, auch in den Gesprächen und den Zusammenkünften eben mit dieser Frau, diesem weiblichen Alien, wenn man so sagen will, berichtet, was also alles aufgezeigt wird. Das ging über Monate, tägliche Gespräche, monatelang. Und dann wurde eben alles geschildert in ihren Aufzeichnungen, wie das alles abgelaufen ist. Und eben, teilweise hat sie auch diese Niederschriften, die also auch mit offiziellen Papieren waren, von dem dortigen Nachrichtenpersonal oder Nachrichten Abteilung irgendwie behalten können, ne, diese Kopie für sich, und das wurde nie nachgefragt und hat dann auch noch darauf Bezug genommen, und diese Abbildung dieser Dokumente sind dann auch in diesen Videos zu sehen. Derjenige, der das hochgeschaltet hat, der liest dann quasi aus diesem Material vor, so dass es also auch ein bisschen einfacher zu verarbeiten ist. Er hat übrigens auch eine sehr angenehme Stimme, konnte man also da das wunderbar mit nachvollziehen. Aber wie gesagt, stundenlange Gespräche will ich jetzt hier nicht wiedergeben, sondern nur so auszugsweise die Punkte, die mir halt aufgefallen sind. Und man kann das jetzt glauben oder nicht, ob sowas, ob es überhaupt den Abschluss gegeben hat oder ob es da auch noch dazu noch so ein Alien da, was überlebt haben soll und so weiter. Das kann man natürlich alles in Frage stellen und das ist auch gut, und man sollte auch wirklich kritisch sein, und es ist möglich, dass es so war, es ist aber auch denkbar, dass es nicht war. Dass es eine erfundene Geschichte ist. Aber dann fragt man sich, warum so aufwendig diese Dinge schildern und niederschreiben und so detailliert. Und also das ist dann schon wirklich ein riesiger Aufwand. Das ist auch nicht ein Buch als solches. Das wäre ja noch eine Variante gewesen, wenn man so ein Buch schreiben will oder so. Sondern diese Person hat es nicht zur Veröffentlichung in der Form als Buch oder so freigegeben. Sondern es waren einfach persönliche ja, Erlebnisse, die sie schon weitergegeben hat, weil sie jetzt eben schon über 80 war, langsam irgendwie fühlte, dass es zu Ende geht. Und irgendwie das gedacht hat, dass sie es doch irgendwie der Öffentlichkeit mitteilen will, weil es doch so eine wichtige Information ist. Denn ich will jetzt diese ganzen ja, Kennenlernphasen und dieses Austauschen von bla bla, das überspringe ich. Komme eigentlich zu dem Punkt, dass offenbar diese Frau den besten Zugang zu dieser Person, zu diesem Alien hatte. Und die Person natürlich über Telepathie mit diesem Wesen in Verbindung stand. Intuition, wie auch immer man das jetzt nennt. Jedenfalls konnten die sich verständigen, die anderen hatten eigentlich nicht so einen Zugang dazu, deswegen stützte man sich überwiegend auf sie. Und nach anfänglicher Zurückhaltung interessierte sich dann dieses Wesen offenbar auch für die englische Sprache, und dann hat die quasi also aufgesaugt alles an Informationen und Büchern und was weiß ich, was nur irgendwie vorhanden war. Und da hat sie mal gesagt, nein, das beam ich jetzt rauf zu meinem Vorgesetzten, der da irgendwo, was weiß ich, außerhalb der Erde stationiert war. Und dann war natürlich die Frage, warum bist du hier überhaupt runtergekommen? Ja, ich hatte hier den Auftrag, nachzuschauen, was hier los ist mit diesen Explosionen. Wir wissen ja, dass da seinerzeit in Roswell und Umgebung, dort in Nevada, da eben diese Atombomben-Explosionsversuche gelaufen sind. Und das war etwas, was also diese Gruppierung dort oben interessierte. Und deswegen hatten sie die runtergeschickt und hat sie irgendwie so einen elektrischen Impuls, abgekriegt, dass dieses, Fahrzeug eben zum Absturz gebracht hat. Und dann hat er natürlich auch oder hat sie dann natürlich dann auch gefragt, ja, warum sie sich jetzt nicht für die Erde als solches interessiert. Und da wurde dann einfach auch mitgeteilt, naja, das ging eigentlich darum, dass ja, das eigentlich hier ein Gefängnisplanet ist. Und keiner hätte wirklich Interesse von denen, die da draußen sind, zumindest also von ihrer Gruppierung, so ein Gefängnis zu besuchen. Das fand ich also ganz, ganz heiß, diese Information. Und wenn man jetzt ein bisschen aufgewacht ist in der Matrix, kann man ja auch schnell verstehen, was sie meint, weil die Menschen hier ja in einer Matrix gefangen gehalten werden,
die meisten nicht wissend oder es ablehnend als Information. Viele wissen ja, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber können es nicht akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und haben da also Mühe. Und die sprach darüber ganz offen und sagte, ja, also wer geht freiwillig ins Gefängnis? Ne? Also, und außerdem wäre der Planet Erde so dermaßen instabil, ne? Durch die ständigen Dinge, die hier passieren. Und die sprach eben so in einem Zyklus von, was weiß ich, mehreren Milliarden Jahren. Ne? Und sie sei auch schon ein bisschen älter, also auch schon ein paar Milliarden Jahre alt. Und, und so Nahrung und sowas braucht sie ja alles nicht. Das ist irgendwie eben ein Wesen, wie wir es uns als Mensch nicht so ohne weiteres vorstellen können. Und jedenfalls wurde dann da so diese Informationen dann ausgetauscht. Und das fand ich dann sehr interessant. Und wer da wirklich Interesse hat, kann das ja dort im Detail also nochmal nachvollziehen. Da muss man ein paar Stunden Zeit haben. Dass eben die Geschichte der Erde auch erzählt wurde. Und zwar wusste dieses Wesen das nicht auf Anhieb, sondern hat diese Information angefordert. Und das wurde ihr dann per Telepathie irgendwie übertragen von eben von den Leutchen da draußen, die also natürlich Zugriff hatten auf all diese Daten, möglicherweise. Wie gesagt, immer unter dem Fragezeichen, ich berichte ja jetzt hier von einer Sache, die ich auch nicht beweisen kann, ob sie stimmt oder nicht, sondern ich sage das immer unter diesem dieser Prämisse, ja. Dass es eben auch vielleicht eine erfundene Geschichte sein könnte. Ja. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil da so Details rauskamen, beispielsweise wie bei dem Sterben der Dinosaurier seiner Zeit, dass da wohl zwei Gruppierungen von außerirdischen Mächten unter anderem ja auch einen Kampf oder einen Krieg auf der Erde durchführten. Das war so ein Teil des Schlachtfeldes. Und bei der Gelegenheit eben alle diese Lebewesen damals umgekommen seien. Das also nichts zu tun gehabt haben, könnte mit irgendwie so einem Meteorit, also keine natürliche Geschichte, sondern das ist effektiv ein Angriff war. Und deswegen auch sehr viele Gegenden der Erde einfach auch bis zum heutigen Tag unbewohnbar sind. Wüstengebiete und was weiß ich, vielleicht auch die Wassermassen, wer weiß es. Jedenfalls war das also eine interessante Information und dann kam man eben darauf zu sprechen, dass es aber eben wie gesagt hier eine Bevölkerung gäbe auf der Erde, wo von allen möglichen außerirdischen Rassen und Zivilisationen eben Gefangene hierher geschickt würden. Und die würden, bevor sie eben hierher geschickt würden also ihre ganzen Gedächtnisse, all ihre Informationen gelöscht. Also kämen die dadurch so ein, ja, ein Löschprogramm sozusagen, so dass sie sich ja nichts erinnern können, wenn sie hier dann sind und nur so teilweise eben wieder zurückfinden, wie jetzt offenbar ja viele ja auch aufwachen und viele Dinge erkennen, die sie vorher nicht erkennen konnten. Und das natürlich hier beispielsweise bei der Frage, ne, wer denn hier als Gefangener dann auf die Erde geschickt würde, das wären alles Dissidenten, die sich gegen die jeweiligen Regierungen da vor Ort außerhalb der Erde auflehnen würden, ja, und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, hoppla, oje, wenn das da draußen genauso schlimm ist wie hier, naja, weiß man nicht, welches Gefängnis schlimmer ist, ne? Aber, so wie auch immer, jedenfalls ging das weiter aber es gibt immer die Möglichkeit, eben sich doch nochmal wieder zu befreien, nämlich wenn also die ganzen Menschen oder die Wesen, die ja so dann auch entdecken, dass sie irgendwie was miteinander zu tun haben. Und das merkt man ja auch, nicht? Ob jemand auf der gleichen Wellenlänge schwimmt oder nicht. Wenn die sich also zusammen täten und gemeinsam eben ihren Ursprung wiedererkennen würden oder wiederfinden würden, dass für die dann auch die Möglichkeit da ist, wieder zurückzukehren. So vielleicht in ein paar Worten zusammengefasst. Hey, das ist nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Die ganzen Details habe ich weggelassen. Das ist aber schon spannend, weil diese Details auch natürlich Aussagen machen darüber, ob das stimmen kann oder nicht. Und es klang zumindest recht beeindruckend, muss ich sagen. Also das hat mich also schon auch, habe ich auch drüber nachgedacht. Kann das sein, kann das nicht sein? Aber wie gesagt, auch die Information, dass die Erde eben eine komplett instabile, sehr hohe Dichte hätte und also eben ständig auch seine Oberfläche ändern würde, also die denken ja dann auch immer so in größeren Zeiträumen, weil eben Zeit für die in der Form eigentlich keine Rolle spielt. Und die Frage gestellt wurde, ja, was soll man auf einem Planeten sich groß ansiedeln,
wo alles so instabil ist und man ständig also wieder damit rechnen muss, dass alles kaputt geht, ne? Also, ja, das war so der Kommentar, nicht? Und offenbar hat es hier also schon eine Gruppierung eben gegeben, aber das sind auch schon wieder Details, also das will ich gar nicht alles erzählen. Wer da Interesse hat, kann sich da schlau machen, ne? Ich tue es dann, wie gesagt, als Link mit hinzu. Was hat das mit Absturz zu tun? Naja, weil letztendlich hier die Leutchen, die wir als Dims oder als Crabs bezeichnen, eben, aus welcher Motivation heraus auch immer, denn wir dürfen nicht vergessen, dieses Interview stammt aus dem Jahre irgendwann 1947. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Vielleicht würde die Person oder dieses Wesen oder ein anderes Wesen heute noch andere Informationen zuzüglich geben können. Jedenfalls hat es also ein Überbleibsel einer Zivilisation, die eigentlich außerhalb der Erde schon ziemlich bekämpft wird, die also offenbar jetzt auch wieder draußen aktiv sind, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wir haben ja diese Informationen schon miteinander geteilt über das, was rund um die Sonne stattfindet, was man also sieht in den Teleskopen, die also von den offiziellen NASA und was weiß ich stammen, ja auch selber nachvollziehen kann, dass das möglicherweise auch wirklich eine Auseinandersetzung ist, ein Kampf ist zwischen eben verschiedenen Gruppierungen da draußen und eben hier die Leutchen, die uns hier versklaven, die Dims und die Crabs, dass die eben einfach das geerbt haben, die Oberaufsicht, die Sklavenaufsicht hier, die Gefangenen Oberaufsicht übernommen haben. Sogar, obwohl die Mächtigen gar nicht mehr hier aktiv sind. Und die haben einfach gesagt, ja, dann machen wir das einfach so weiter, ne? Weil es gibt ja in den Geschichten diese Vermischung eben zwischen, ja, nicht-menschlichen Wesen und menschlichen Wesen, wie es auch in der Bibel und was weiß ich, wo geschildert wird und auch in anderen Schriften wie dem Vedischen und so, aus dem Indienbereich, wo das alles ein bisschen blumig dargestellt ist, aber auch von eben nicht menschlichen Wesen handelt, die ihren Fluggerätschaften hier rauf und runter flog und sich bewegen konnte und so. Also es gab da irgendwas, ist da geschehen und das hat sich auch keiner so einfach einfallen lassen. Das ist nicht sehr glaubhaft, dass das so gewesen sein mag. Und deswegen denke ich, ist da schon auch ein Fünkchen Wahrheit da drin. Aber es hat sich dann irgendeine Gruppierung eben hier dann möglicherweise selbstständig gemacht. So, oh, hoppa, die haben das ja immer so gemacht. Das ist ein Gefängnisplan. Machen wir weiter so. Können wir doch prima von leben. Ja, ich sage das jetzt ein paar jovialen Worten zusammengefasst. Das ist denkbar. Und jo, zumindest regt es mal zum Nachdenken an. Wo ich auf jeden Fall zustimmen kann, ist das Leben, was wir hier führen auf der Erde. Ja, unabhängig davon, wie wir das empfinden. Natürlich ist die Natur ist schön. Es gibt tolle Sachen auf der Welt und es könnte alles toll sein, wenn alle miteinander in Liebe, in Freundschaft, ja, in Solidarität leben würde, kann man sich eigentlich vorstellen, dass das paradiesisch sein könnte. Unabhängig davon muss man trotzdem immer rechnen damit, dass irgendwelche Umwälzungen geschehen auf der Erde, unabhängig jetzt mal von Menschen verursachten Kriegen oder sonstigen Dingen. Aber allein durch geologische oder aus dem ja, Weltraum, unserem Sonnensystem stammende Einflüsse, die es dann hier auf der Erde auch unbequem machen könnten, wie auch in der Vergangenheit ja geschehen. Und wie eben von dieser einen Person ja in dem Bericht geschildert. Das heißt, man muss sich fragen, wie ist die Situation zu beurteilen? Die meisten Menschen leben ja eigentlich in ständiger Sorge, in Angst, ich rede von der Mehrheit. Es gibt immer Ausnahmen, ja. Aber die Mehrheit beklagt sich, ja. Die Mehrheit leidet Not. Die Mehrheit ist unterdrückt und versklavt. Sodass man sich fragen muss, was der Sinn und Zweck der Übung ist. Und da sind wir natürlich wieder an dieser Frage, was glaube ich, wem glaube ich, was ist der Ursprung und so. Und das sind diese Dinge, die dieses Interview mit diesem Alien nicht gerade wirklich beantworten, sondern es wirft eigentlich schon wieder mehr Fragen auf, als dass es Antworten gibt. Und deswegen ist es auch für mich jetzt schwierig, da ein Fazit daraus zu ziehen, anders als nur es einmal als eine Sichtweise darzustellen, weil ich ja eben, wie gesagt, ich bin kein religiöser Mensch, glaube an Schöpfer und an Gott und ich glaube auch an Jesus, wenn man als Namen jetzt mal spricht, als an einen Erlöser.
Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass die Dinge auch noch ein bisschen anders waren, als wie es uns so durch die Religionen vermittelt wurde. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht 100%. Ich lasse aber immerhin noch die Möglichkeit offen und spreche drüber und so weiter. Ja. Gut, das mal so wollte ich noch mit einfließen lassen, weil das eben auch so ein Erlebnis war, das ich hatte, dass ich das auch verarbeite. Ich verarbeite das ja immer noch. Und eigentlich müsste man sich es auch nochmal hier und da spezifisch anhören, aber man muss auch natürlich die Kapazität dafür haben. Die Matrix hält uns ja ordentlich hier im Trab, ne? Denn, und jetzt schwenke ich, hoppla, jetzt dürft ihr nicht überrascht sein, aus dem Weltraum, aus dem Kopf eines Aliens, wieder zurück in unsere Matrix und springe flott hinein. Ich sag das jetzt, damit man mir folgen kann. Wovon redet er jetzt? Nämlich das Bundeskriminalamt in der BRD sucht derzeit per Stellenanzeige Softwareentwickler für die Konzeption und Entwicklung technischer Überwachungsmethoden bei Straftaten im Zusammenhang mit Computernetzwerken. Also Trojaner-Entwickler gesucht, ne? So, ist eigentlich auch die richtige Überschrift gefunden bei gulli.com. Ne? Laut Stellenausschreibung soll die betreffende Person eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin besetzen und unter anderem für die Schaffung der technisch-kriminal-taktischen Voraussetzungen zum verdeckten Polizeigriff auf entfernte Rechnersysteme sorgen. Denn alles flieht aus der privaten BRD, die von Privatleuten geführt wird, heraus in ein anderes Zuchtgebiet. Und dieses Zuchtgebiet will man auch noch privatisieren. Und deswegen braucht man ein paar Leutchen, die den Trojaner platzieren können, der so filigran ist, dass man ihn gar nicht richtig erkennt, vielleicht. Ne? Hey Leutchen, willkommen im Club. Wir sind hier bei Orwell 1984 plus 100. Ne? Also plus 100 heißt einfach, wir sind schon ein bisschen weiter, ne, als 1984. Ne? Das ist jetzt das 2.0, Orwell 2.0 oder 3.0. Weiß ich jetzt gar nicht. Könnt ihr mir eure Ansicht mitteilen unter radio@wakenews.net oder auch gerne in den Chaträumen. Ne? Ja, also. Ne? Also wir sind hier mittendrin in der Verfolgung durch eben die Matrix, die Kontrolleure, die uns hier in Schach halten sollen. Und gefunden hier bei grenzwissenschaftaktuell.blogspot.de. Ankündigung. Enthüllen Militär-Insider. Am 22. September militärische UFO-Geheimnisse. Area 51. Ja, gute Frage. Ne? Glaubt man dem Titel eines Spezialvortrages, so heißt es da am National Atomic Testing Museum, also im Nationalen Atomtestmuseum, so werden am 22. September 2012 US-amerikanische und britische Militär-Insider militärische UFO-Geheimnisse enthüllen. Ja, hat ja schon vorhin in der Region gesprochen. So, erwartungsgemäß sorgt die Ankündigung schon im Vorfeld für ebenso heftige Spekulationen wie Kritik. Während bislang, also so heißt es weiter, keine Hinweise auf die Natur dieser UFO-Geheimnisse an die Öffentlichkeit gedrungen sind, ist der Vortrag im Rahmen der derzeitigen Sonderausstellung des Museums zur Area 51 Myth or Reality, übersetzt Area 51 Märchen oder Wahrheit, mit hochkarätigen Rednern gespickt, die alle einen Insider-Status zu ehemaligen Geheimnissen aus Militär und Regierung haben. Ja. Und so steht es dann auch noch. Es war unser Ziel, so erläuterte der Museumsdirektor Alan Palmer, die Leute dazu zu bringen, über Außerirdische und UFOs nachzudenken. Ja, und er selbst, der Palmer, war hochdekorierter Kampfpilot. Ja, und das hat er gegenüber der Huffington Post. Das ist übrigens ein Medium, ein Matrix-Medium, was sich ziemlich geöffnet hat. Also, ja, also für Themen.
Da steht also manchmal ganz gutes Zeug drin. Ja? Und für den Vortrag haben wir uns, so heißt es da, auf Redner konzentriert, die eigene Erfahrung mit Vorfällen hatten, die sie gerade vor ihrem militärischen Hintergrund für UFOs hielten, da solche Personen vielleicht etwas glaubwürdiger sind als der Durchschnittsbürger. Und da kommen also verschiedene Leutchen hin. Einmal ein Army Colonel, also ein Armeeoberst, John Alexander. Dann ein Air Force Colonel, also ein Luftwaffenoberst, Charles Holt. Ja. Und dann ein Luftwaffenoberst, William Coleman. Ja. Dann ein Oberst der Luftwaffe, Robert Friend. Also alles so höhere Offiziere, fliegende Offiziere gewesen, die auch selber geflogen sind und so die ganzen Kommandos unter sich hatten. Na gut. Dann ist auch noch der Nick Pope. Naja gut, der hat sich ja selbst geoutet. Der Nick Pope, der war ja, wer den nicht kennt, ehemaliger Leiter der UFO-Büros der britischen Regierung. Und der wurde im Übrigen vor kurzem mal befragt, ja, zu seinen Projekten und so. Dann wurde auch nochmal hat man ihn natürlich reingelockt. Ne? Dann wurde gefragt, was er vom 11. September 2001 ne, meint, also diesen selbst durchgeführten Terroranschlag in New York. Also, nee, das hält er für Unsinn, das kann nicht sein, das ist wäre Verschwörungstheorie und das wäre alles in Ordnung und das wäre alles, die wären nicht in sich zusammengebrochen, nein, das wäre auch nicht gesprengt und nein, da stimmt nichts. Also, der ist natürlich auch mit gewisser Vorsicht zu genießen, dieser Typ. Okay, also, naja. Gut, ich will da jetzt auch nicht weiter. Aber es ist interessant. Jetzt kommen so alle möglichen Geschichten raus. In welchem Zusammenhang das nun gemeint sein mag, warum das jetzt rauskommt oder so ausgesprochen werden soll in dieser doch recht militärischen spickten Fachpersonals, weiß ich nicht. Also wir werden mal sehen, was das alles noch bedeutet für uns. Und den Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, kann es sein, dass all diese Veröffentlichungen, auch wie das Interview jetzt hier mit Adeline, möglicherweise eben Teil einer Propagandamission sind, das weiß ich nicht, ne? Um uns irgendwie in irgendeine Gruppe zu ordnen, ne? Dass wir in gewisser Weise denken, ja, wie auch immer. Na gut. Ja, also das vielleicht noch dazu als Ergänzung, weil es ist immer wichtig, dass wir da unsere Augen drauf haben, weil das ist ja auch nicht Teil der Matrix. Medien, Informationen, das heißt also, das kommt nur immer wieder über alternative Kanäle, also über neue Medien überhaupt zum Vorschein. Und deswegen denke ich, ist auch wichtig, dass man darüber spricht. Und es machen eben nur sehr wenige Medien, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass sie dieses überhaupt ansprechen. Weil jeder macht gerne um all diese Themen einen großen Bogen. Ne? Kann man sich nichts mit verdienen. Ne? Da ist keine wirtschaftliche Interesse dahinter. Ja? Bis auf Überlebensprodukte oder Materialien. Ne? Aber davon gibt es ja auch nicht. Und wenn hier die meisten, die hier zuhören, haben das eh alle schon. Ne? Okay. Außerdem bin ich da nicht mehr aktiv. Ne? Also ich habe mich da getrennt von diesen Shops da, die damit was zu tun haben, zumindest im Moment. Weil das lief da nicht so ab, wie ich das mir gedacht hatte. Na gut. Hier, was kommt noch? Wir haben ja noch genug hier aus der Matrix. Gibt's ewig zu berichten, das ist gar keine Frage. Könnt ihr natürlich auch überall bei anderen neuen Medien jederzeit machen. Da steht immer viel, wird auch viel darüber diskutiert und so weiter. Ne? Da sagt zum Beispiel hier ein Herr Thorsten Holleit, ne? Gefunden bei daf.fm, Thorsten Bollhardt, von Degussa Goldhandel, ja. Unser Geldsystem befindet sich bereits in Auflösung. Ja. Das ist richtig. Jetzt wird's endlich aufgelöst. Wobei, letztendlich ja auch geplant ist, uns nicht in Gold zu entlassen. Wobei, gut, das wäre ja eine Variante, ne, dass man Edelmetalle hinter eine Währung steckt als Sicherung oder als Wertsicherung. Das war auch zum Beispiel in der Schweiz ja mal so, aber auch nur bis zu einem gewissen Prozentsatz. Ne? So
du nie 100%. Irgendwann vielleicht mal. Aber da ja Gold und auch Silber und alle anderen größeren werthaltigen Stoffe, ja, in der Hand nur weniger sind, hast du im Prinzip gut den Wechsel von A nach B, ne, von einem Fettnäpfchen ins andere. Ne. Und wenn jemand den Wert, der hinter einer Währung steht, kontrollieren kann, ob es aus nichts besteht, also aus heißer Luft, oder ob es aus Gold besteht, ne, spielt dann keine Rolle. Jedenfalls, wenn du immer eine Gruppe hast von wenigen, die das manipulieren können, in welcher Form auch immer, dann hast du nichts gewonnen. Ne? Ja? Dann können sie dasselbe Spielchen machen. Können sogar noch Ärger machen, weil heiße Luft gibt es eine Menge, ne? Aber Gold und Silber nur in einer gewissen Anzahl. Ne? Und das ist eben, wie gesagt, schon zu, würde ich sagen, 98%, 99% in fester Hand. Ne? Zumindest beim Gold. Gut, also insofern, ja, sagt er das zumindest mal, ne? Der spricht das auch, was wir längst ja wissen, dass das alles Schmu ist. Das war ja nicht sowieso immer nur alles eine Illusion. Ne? Und um die Illusion besonders deutlich zu verstecken, lässt man hier draußen auch heute noch. Ne? Habe ich mich kürzlich unterhalten mit jemandem, fuhren wir irgendwo da auf einer Straße und sahen da so einen Geldtransporter, sagte einer, der neben mir saß. Ist schon komisch, ne? Eigentlich, wenn du einen Geldtransporter hast oder irgendwas Werthaltiges transportierst, versuchst du doch, dich zu tarnen. Eben, dass man nicht merkt, dass da was Werthaltiges transportiert wird, ne? Umso weniger Angst musst du haben, dass sich irgendjemand daran vergreifen möchte, oder? Klingt das nicht logisch? Weshalb laufen zum Beispiel Soldaten, wenn sie im Krieg sind, ja, in Tarnzeug herum? Doch eben deswegen, um sich möglichst gut verstecken zu können, damit sie nicht Ziel eines Angriffs werden. Ne? Also warum sind solche Geldtransporter so massiv auffällig? Ne? Eben, genau, das ist die Antwort. Weil es zum Teil der Propaganda gehört. Das wird also, die laufen da mit Colts rum, obwohl sie da vollkommen wertloses Papierzeug herumtransportieren. Gut, wenn sie ein bisschen Gold drin haben oder Silber, aber das ist ja in den wenigsten Fällen. Meistens ist es irgendwie so, das sind diese Geldscheinchen oder irgendwelche, was weiß ich, auf Papier gedruckten, Versprechen. Ja. sind wahrscheinlich dann ganz viele Kartons voll transportiert worden von Zuckerwattes Aktienverkäufen, ne, von Facebooks. Aktien. Ne? Da stand drauf, was weiß ich, weiß gar nicht, wie der nennen wird, war, sagen wir mal, da stand drauf, $1,000, ne, wird jetzt gehandelt, ne, für 0,10 Cent, ne. Sagen wir aber niemandem. Ist also weniger wert als das Papier, worauf es gedruckt ist, ne, möglicherweise. Ich will jetzt hier nicht, weiß es nicht, ich habe jetzt den Kurs nicht im Kopf, ne, aber ich sage jetzt mal als Extrembeispiel. Das heißt, diese Fahrzeuge lässt man bewusst so auffällig durch die Gegend fahren und berichtet auch ganz viel. Und deswegen gibt es auch so viele Filme, so viele Kriminalfilme mit Überfall auf Geldtransporter, auf Banken. Das fing schon hier in den, wie heißt es, in diesen Cowboy-Schinken an da, diesen Wild-West-Filmen. Da war immer das Erste, die Bank oder die Bosskutsche wurde ausgeraubt, um das Geld zu rauben. Ne? Also Geld wurde propagandistisch hochgepusht, als etwas Begehrenswertes dargestellt. Ja? So muss man sich das vorstellen. Das heißt, die Matrix, die Leute, die dahinter stecken, haben uns konditioniert. Und ich erinnere mich daran, als ich mal jung war, da haben wir uns auch so überlegt, Mensch, was machen wir, wenn wir groß sind? Ne? Und als man dann eine Freundin hatte, wollte man noch angeben von der Freundin, ja, ich werde mal Millionär. Ne? Da guckt doch einen ganz entgeistert, oder begeistert, wahrscheinlich eher, entgeistert kam dann später, so begeistert an und sagt, oh ja, siehst du, den schnapp ich mir, der wird Millionär, weil der schafft mal ordentlich viel Kohle ran. Ja? Oder, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist das nicht so ein bisschen so? Ein bisschen die Absicht hinter all diesen Geschichtchen und ja, also wir werden hier so ordentlich eingelullt und die meisten Menschen, ob sie es wollen oder nicht,
hängt diese Sache immer noch an. Ich habe zum Beispiel jetzt mal irgendwann so einen Kommentar platziert bei einem englischsprachigen Video, wo es darum ging, auch wieder Geldsystem und was weiß ich, dass das alles nicht, dass alles den Bach runtergeht und so. Ich sagte, sorry, aber wozu brauchen wir eigentlich überhaupt Geld? Ja? Wenn Geld lebensnotwendig wäre, wenn es Teil unserer Natur sein wäre, dann hätte uns unser Schöpfer das Geld mitgegeben. Ja? Oder hast du schon mal draußen Rehe oder Hirsche oder Kaninchen rumlaufen sehen, die einen Sack mit Geld dabei haben, ja? Um ihr Blätter zu kaufen, die sie mampfen oder ihr Gras zu futtern oder ihre, was weiß ich, Nahrungsmittel aufzunehmen. Ja? Also warum hat der Mensch das? Also wenn es von der Natur vorgesehen gewesen wäre, dann hätte der Schöpfer das auch irgendwie vorgesehen. Das hätte uns gleich mit so einem Geldsack auf die Welt kommen lassen. Ne, wäre hier irgendwo angewachsen. Ne, irgendwo. Und wir würden es auch noch schick finden. Ne, bei den Männern würden die Frauen das toll finden, wenn da noch so ein Geldsack irgendwo mit dran hängen würde. Ne, so ein Hautlappen mit Geld drin. Das klippert. Ne, beispielsweise. Und so. Ne, oder? Und da das nicht der Fall ist, also ich ja, kenne kein solches Beispiel, ne? Also will jetzt nicht zu detailliert da hinein drauf eingehen, und da habe ich dann tatsächlich mal einen Kommentar, ja Mensch, das ist eigentlich eine gute Idee, ja, wir sind so in unserer Matrix drin, so in unserem Denken, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, es ginge auch ohne irgendein Geld. Siehste? Ne? Und ja, und deswegen, Das haben die Rothschilds und Co. ja jetzt auch spitz gekriegt, ne? Deswegen lassen sie das jetzt alles dem Bach untergehen, weil sie merken, damit kommen sie nimmer durch, das erkennen die Leutchen jetzt. Und deswegen arbeiten sie auf den Chip hinein oder hinaus. Weil dann kommt er unter die Haut, dann wird er natürlich, dann wird er zu einem Teil unseres Biorhythmus, unserer biologischen Funktion. Hi, jetzt versteht ihr, warum es dir überhaupt den Chip geben soll. Damit wir gar nicht auf die Idee kommen. Und die Menschen werden dann immer gleich, sobald sie geschlüpft sind, gleich mit dem Chip geimpft. Ja. Damit es gleich Teil der Natur ist. Und was, wieso? Ich bin doch so aufgewachsen. Ich hatte immer schon den Chip drin. Ne? Das ist eben so. Das hat mein Schöpfer so vorgesehen. Ne? Wenn halt die Leute denken, das ist natürlich das so. Ne? Genau. Wie der Schöpfer auch vorgesehen hat, dass man alle kleinen Babys, ne, die noch gerade eben mal die Augen noch nicht mal aufgekriegt haben, gleich mit so und so vielen Spritzen erstmal lebensfähig gemacht werden. Ne? Alles von der Natur vorgesehen, das ist doch logisch. Ne? Deswegen hat man die Spritzen und die Krankenschwestern und die Ärzte auch schon erfunden, diesen Teil der Natur. Ne? Damit wir ja gleich natürlich feststellen können, wie wir aufwachsen können. Nicht? Als natürlich gespritzter. Na? Oder? Wenn ich Leute aus Österreich zuhören, da ist die Bedeutung von gespritzter ein anderer. Ne? Das ist nämlich neuer, frischer Wein, der dann mit Mineralwasser vermischt wird. Ne? Das ist dort in Österreich gespritzter. Aber hier spreche ich jetzt von anderen Gespritzen, nämlich von denen, die dann von einer im weißen Kittel befindlichen netten Krankenschwester gleich gespritzt werden, obwohl sie es noch gar nicht mitkriegen, nämlich die kleinen Babys. Ja? Logisch. Ja, und bei den Tieren hat man es ja auch schon, die kriegen einen Klips ins Ohr. Ja, hast du dich schon mal gewundert, weshalb die ganzen Rindviecher auf der Weide alle so ein gelbes Ding haben da im Ohr? Ja, hast du auch schon mal gefragt, hey, sitzt da ein Schmetterling? So? Okay, nee, das ist gleich die Markierung des Biestes. Ne? Das ist auch gleich bei den Tieren schon eingesetzt. Ne? Und bei den Pflanzen macht man es eben nicht notwendigerweise durch ein Klipsen, weil das macht, so, das hält nicht. Man macht es gleich durch die Gene. Ne? Da kannst du das gleich feststellen. Ist das Ding etwas, was das wundere ich mich auch. Also ich schaffe es nicht, hier irgendwas anzupflanzen bei mir. Selbst vielleicht alle schon genverseuchte Pflanzen, die, ja, die nur so aussehen, als seien Samen, aber gar nicht wirklich Samen sind. Habt ihr das schon mal überlegt? Wir kaufen Samen, ja, die sind gar nicht, da ist gar nicht das drin, was es sein sollte. Na gut, jetzt komme ich schon in eine Philosophie hinein hier, von A nach
Z, ganz munter. Dabei interessiert uns doch der Untergang, ne? Der Absturz als allererstes. Und wir vergessen, dass eben noch Dinge passieren rund um die Welt herum, die auch außerordentlich merkwürdig sind. Und ja, ich habe also mein Auge immer da drauf, was auch noch so alles berichtet wird. Und ich sag's euch, was auch hier der Harald Trenner ja in seinem Blog immer veröffentlicht. Und er ist natürlich immer jemand, der also sehr gern alles veröffentlicht, was passiert und die Welt. Das hatte ich ja vorher auch so ein bisschen gemacht auf meiner Seite, weil man sollte ja informiert sein. Heißt ja nicht, dass die Welt dann dadurch gleich vollends untergeht, aber man sollte ein bisschen Bewusstsein haben darüber, was möglicherweise passiert. Ja, es gab dann wieder, das will ich noch kurz kommentieren, weil ich dazu auch Fragen bekam, auch Einsendungen von Fotos oder Filmaufnahmen und so. Was denn jetzt nun los sei mit dieser Sichtung dieses Herr Kolobus. Jetzt bin ich wieder, da springe ich jetzt mal wieder einen Moment in den Weltraum, so Sonnensystem. Für diejenigen, die jetzt sich wundern, wie ich jetzt vom Geldtransporter da wieder hochkomme. weil wir müssen ja, ich springe mal so was mal rein aus der Matrix, raus aus der Matrix, immer mal so, ja, da Zwischenräumen und so, ne? Das ist ein bisschen mühsam für manche, da gleich so mitzukommen. Aber wie gesagt, wenn wir das uns anschauen, diese Fotos, die ich da gesehen habe, und auch Filmaufnahmen von Leuten, die das eingesandt haben, wo eine Sichtung eines zweiten Körpers neben der Sonne deutlich wird, und da gibt es also verschiedene Darstellungen über die letzten paar Tage, die also veröffentlicht wurden. Da möchte ich nur zu sagen, im Prinzip denke ich, dass wir einen solchen weiteren Körper in unserem Sonnensystem haben. Es gibt sogar ja auch Darstellungen, die sagen, also unser ganzes Sonnensystem sei ein Hologramm, das sei eigentlich alles ganz anders und das ist nur so, wie wir es hier im Moment sehen und wie man uns das verkauft. Und ich muss sagen, das kann ich, das weiß ich auch nicht. Das ist sogar auch möglich. Das ist alles das, was wir glauben, was draußen ist, und das, was man uns zeigt an Bildmaterial und Fotos und Filmen und auch die Aufnahmen von der Sonne mit diesen UFOs, bla bla, die da drumherum fliegen, dass das vielleicht alles Illusionen sein könnten, halte ich auch für möglich, weil ich selbst da draußen noch nie gewesen bin. Ja? Ich bin das Höchste, wo ich jemals war, war mit dem Flieger irgendwo 10.000 Meter oder so. Ja? Und da konnte ich auch nicht nach oben gucken, sondern nur rechts und links. Ja? Also das kann ich nicht sagen. Man muss also jetzt vertrauen auf die Informationen, die man dann da bekommt. Und wenn man eben das sieht und Aufnahmen sieht von eben einem Körper, der neben der Sonne erscheint, und das über eine längere Zeit analysiert und eigentlich erkennen kann, auch nach kritischer Beleuchtung, dass es sich nicht um eine Reflexion handeln kann, sondern dass es eigentlich tatsächlich ein anderer Körper sein muss. Ja, und auch sehr viel getan wird, um all diese Leute, die mit diesen Informationen herauskommen, zu behindern, dass die Informationen rauskommen, ist das eben einfach verdächtig. Ja? Und es wurden jetzt eben sehr viele Sichtungen gemacht und auch ins Netz gestellt. Und wenn ich die finde, dann packe ich sie auch nochmal als Link in die Beschreibungsliste damit hinein. Da kann sich das jeder nochmal selber vor Augen führen. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht 100% sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich halte es durchaus auch für möglich, dass alles eine Illusion ist, nicht? So wie auch ganz offen darüber ja inzwischen gesprochen wird, dass auch diese Mondlandung, die seinerzeit so von den Amerikanern und so gemacht wurde, alles eine Farce war, dass das also alles, ja, alles hier irgendwie gefälscht wurde, ne? Um uns glauben zu machen oder dem vermeintlichen Feind glauben zu machen, dass man eben schon so weit sei und so weiter und so weiter. Also all das wissen wir nicht. Auch diese Mondfähren, und Mondroboter, Quatsch, Marsroboter Aufnahmen, die man jetzt auch überall so präsentiert bekam, wo das auch analysiert wird, das sieht jetzt aber aus wie ein was weiß ich, Alien-Kopf oder das ist hier das und das könnte jenes sein oder irgendein Überbleibsel von irgendeiner was weiß ich, Kultur, die dann und dann da war. Ja, das ist natürlich denkbar. Es ist möglich, aber ich habe manchmal den Verdacht, dass das eben einfach, weil es eben auch so propagiert wird, einfach Ablenkungsmanöver sind, dass man uns
Spiel vorspielt, man wäre in der Lage, technologisch und so, und eben, wie gesagt, die ganzen Kapitalien, die man eingesammelt hat, die irgendwo anders hin verschwinden zu lassen, oder uns eben ein Bild aufzubauen von irgendeiner wissenschaftlichen Leistung, die da ist, wobei das möglicherweise eben auch alles nur ja, hier vielleicht vor Ort produziert wird. Es gibt ja auch viele Beispiele dafür. Mensch, das sieht das ähnlich aus wie auf der Erde. Ne? Och, komisch. Ne? Ja. Und immerhin zeigen sie ja den Mars in Farben, also es ist nur so rötlich, ne? Also nicht so schwarz-weiß wie den Mond. Der Mond ist ja schwarz-weiß. Ne? Oh Mann, ey. Ich kann mir jetzt, manchmal, da kann ich ganz schön viel lachen, wenn ich da so diese Sachen da so sehe und durchlese und wie uns das verkauft wird, ne? Oder auch die Kommentare von den Leuten, die das alles glauben oder das alles vertreten sollen, ne? Die ihre Kommentare und das bekräftigen sollen. Ich habe das Gefühl, da ist eine ganze Armee draußen von solchen Leutchen, Trolle, kann man sie nennen vielleicht, die dann solche Kommentare darunter schreiben, damit die Leutchen, die das kontrollieren wollen, ob es da kritische Kommentare gibt und ob das Wahrheitsgehalt ist, die sagen, oh klar, viele Leute sagen, ja, das stimmt, und sagen, äußern sich, dann muss es so stimmen. Ne? Weil der Mensch ist ja immer so irgendwie, der braucht die Bestätigung, dass diese kognitive Dissonanz, ne? Die, naja, will ich auch nicht jetzt erklären. ja, um einfach das, was man vermeintlich meint, was falsch ist, sich doch noch als richtig zu erklären. Ja, so vielleicht. Und dazu braucht es eben irgendwie so eine Stimulierung. Ne? Und Stimulierung ist natürlich, deswegen gibt es das auch in der Werbung, nicht? Da gibt's ja, früher gab es das, da war so eine, ja, so, da wurde ein Testimony, also eine Zeugenaussage, nicht? Von jemandem dargestellt, der so einen Weichspüler toll findet, ne? Und der soll sich, ach ja, ich tue das, weil ich tue das Beste für meine Kinder, ne? Und alle Mütter und Leute, die also Kinder hatten, schauten zu und sagten, ach ja, sie tut das Beste für ihre Kinder, ja, dann müssen wir das auch machen, kauft man das Zeug, ne? Schrottzeug. Okay, also ja, genauso funktioniert das eben mit den Medien. Das ist ja Propaganda. Ne? Nochmal dran denken. Es ist ein heißer Spruch. Ich finde ihn aber wichtig, weil der sagt eigentlich auf den Punkt genau, so denke ich, was Sache ist. Das wurde von einem George Orwell schon damals so dargestellt, dass er nämlich gesagt hat, Journalismus, ja. Journalismus ist eigentlich das, was andere nicht wollen, nämlich die Mächtigen nicht wollen, dass Informationen herausgeht. Und alles andere, was da berichtet wird, ist Propaganda. Also, und Propaganda ist natürlich auch, Werbung ist auch Propaganda, ja. Ist ja klar. Und die politischen Geschichten, die da berichtet werden, es passiert auch nichts zufällig. In der Politik sowieso nicht. Und letztendlich sind diese NASA und Co., diese ganzen Institutionen, alles militärische Einrichtungen. Die berichten, wovon sie berichten sollen. Und die berichten nicht, um uns aufzuklären, um uns die Wahrheit zu bringen, sondern sie berichten, weil sie eine Information zu uns übermitteln sollen. Und das natürlich schön verpackt, ne, so wie in der Werbung. Die Mutter hat gesagt, sie tut das Beste für ihre Kinder, das will ich auch, also kaufe ich das Produkt. Ja. Oder, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Deshalb werden auch üben draußen diese dicken, großen, fetten, gepanzerten Geldtransporter rumgeschickt, damit alle glauben, das sei was Wertvolles, was darin transportiert wird. Nicht? Und alles wird bewacht und gesichert. Oder, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Naja. Okay. Hier steht, kommt gerade was rein. Hallo, Detlef. Diese konditionierte Welt ist vollgestopft mit Dogmen, gleich Glauben, fälschlicherweise in Verbindung gebrachte Religion, obwohl Religion gegenüber Glauben so viel zu tun hat wie ein Eskimo zu einem Kühlschrank. Eine der größten Religionen unter denen ist das Geld, jawohl, was bedingungslos angenommen wird und dementsprechend nicht in Frage gestellt wird. Das ist Gott. Glaubet oder sterbt. Bei dem Geld. Ding an, ne? Das ist die Schuldgeldsekte. So nenne ich die. Ne? Richtig. Absolut korrekt. Habe ich übrigens mal vor Gericht gesagt. Alles protokolliert. Das mache ich, das veröffentliche ich auch mal irgendwann. Aber ich muss erstmal die Daten wieder kriegen. Ne? da habe ich gesagt,
Ich will dieser Schuldgeldsekte nicht angehören. Ich muss das auch nicht. Gemäß internationalen Menschenrechten muss ich nicht irgendeiner Glaubensgemeinschaft beitreten. Nicht ganz groß an, wie so ein Auto, ne? Okay. Naja, Leutchen, also der Absturz ist da. Man muss nur wissen, aus welcher Richtung man das betrachtet. Ja, wenn man den Absturz von unten sieht, dann ist es eine Bedrohung, weil es auf einen drauf fällt. Ja. Wenn man den Absturz von oben sieht, dann ist es so, fällt was von mir ab. Ne? Oder wenn man es von der Seite sieht, ist man eher der Beobachter, ne? Und denkt, oh, hoppla, jetzt geht gleich alles hoch. Ne? Je nachdem, auf welcher Seite ihr euch befindet, werdet ihr auch mit dieser Sache am besten fertig. Ich sehe es ein bisschen mehr aus der lustigen Ecke, weil diese ganze Finanzterror einfach eine konstruierte Form ist von Hirnwäsche, Propaganda, die uns einfach nur gefangen halten soll und uns ablenken soll davon, dass es eigentlich nur um ein ganz paar wenige geht, die ein Interesse daran haben, uns so doof wie möglich zu halten, um uns dirigieren zu können, als Sklaven missbrauchen können. Und wenn wir zu viel aufwachen, dann werden wir bekämpft. Ne? Oder? Ne? Da reicht der Platz hier auf dem Gefängnisplaneten Erde nicht mal aus. Dann wird ausgewichen auf den grauen Mond. Aber da haben sie ja schon Bohrversuche gemacht. Das ist anscheinend hohl, oder was? Ne? Ist doch schwierig. Vielleicht packen wir uns demnächst da alle rein. Wer weiß. Ne? Ja, Leutchen, ich bin schon am Ende wieder meiner heutigen Sendung. Und ich hoffe, ihr habt meinen Gedanken folgen können. Und wir spielen jetzt hier zum Ausgang I Have a Dream. Ja, das ist ein klasse Song. Spiele ich euch die Wiederholung gleich ein, wenn das technisch klappt. Ja, so Detlef von Wake News Radio. Spätestens sehen wir uns dann ab Donnerstag diese Woche ist wieder die nächste Sendung am 6.9. Bis dann ist Detlef von Wake News Radio. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. I have a dream. It is a dream deeply rooted. That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident.